Jo, ja, getreu dem Motto, ne? Haben Sie schon mal neu gestartet? Haben Sie schon mal ausgeschaltet? Haben Sie schon mal wieder eingeschaltet? Jo, haben wir alles schon gemacht, ja. Also, gut, die Hove Sim Racing weiß auf jeden Fall Bescheid. Wenn es jetzt nicht laufen sollte später, dann müssten wir leider Gottes die Interviews verschieben. Aber wie gesagt, die Hove weiß Bescheid. Im Discord geht jetzt, ach Quatsch, im Discord sage ich, im Briefing geht jetzt die Meldung raus, dass wir heute keine Interviews machen, schon mal vorab, dass die Fahrer dann gegebenenfalls nicht womöglich bis in Sankt Nimmerleinstag warten, oder? Sitro, mein Lieber, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Also, heute Abend 90 Minuten Renndistanz, der nächste Durchgang 7 von 11. Ich habe endlich mal die Korrektur geschafft, ey. Ja, saß irgendwas, nämlich 11 Läufe sind es, nicht 12, 11, 11, 11, 11, anstatt 12. Ja, insofern alles gut. Watkins Glen heute Abend und wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe ja die anderen Strecken stellenweise im Titel geändert, ne? Ja, Nitschewo war es, ne? In der VOD-Aufzeichnung ist trotzdem der Titel noch falsch, ne? Insofern. Ey, Kingston, mein Lieber, grüß dich, morgen. Also, wie gesagt, wenn spontan nachher, wenn Discord wieder funktionieren soll, wie gesagt, ich sehe keine Channels. Also, ich kann dann den Channel anklicken, womöglich, aber da passiert nichts. Der lädt den nicht rein, wisst ihr, wie ich meine? Und ich kann Rechtsklick auf die jeweiligen Discord-Server, um zu bestätigen, dass ich gelädt. Das geht gar nicht. Das Dropdown-Fenster öffnet sich gar nicht. Also es ist total bescheuert. Wir werden es später nochmal probieren, ansonsten wissen die Fahrer Bescheid. Lasst mich kurz den Server suchen. Oh, dann hängen wir uns mal drauf auf den Apparello. Oh, scheiße. Das sieht schon wieder scheiß Wetter aus, ey. Boah, nee. Watkins Glen im Nassen. Er legt Gummi und die Ärmel. Ja, super, Ingo. Oh, das ist sogar Medium Rain. Okay. Oha. Oh, ich glaube, das wird eine reine, richtig, richtig üble Rutschpartie. Also. Wir schauen das System in Ruhe an. Erwäng lustig wird es, Magnus. Also, Weng ist, glaube ich, leicht untertrieben. Sieht doch mal lieber, wie geht's dir? Ja, wie gesagt, Ingo, mach dir keinen Kopf, alles gut. Ist wie gesagt alles hinterlegt im Discord bei mir, aber kein Thema. Du bist zumindest nicht allein damit. Thor, wunderschönen guten Abend, grüß dich, morgen. Also, Watkins Glen. Attacke. Überblick? Ja, machen wir kurz Überblick. Also, Ranking, wie folgt: In der Kategorie Gold Driver haben wir Max Lorenz auf der 1. Jan Drexler P2, 4 Punkte Vorsprung vor P3, dem Moritz Bürzner, der Robin Meyer auf der 4, Philipp Thoma auf der 5, 94 Zähler für P5 gegenüber 141 von P1. Das ist sportlich auf jeden Fall. Silberkategorie führt Jeff Ewerts das Thema an mit 107 Punkten vor René Brey, der ist auf P2 gelistet. Mike Vogel auf der 3. Dominik Meier auf der 4, Danny Anwandt auf der 5. Ein Zähler trennen die beiden da. Also da muss es richtig passen hier für Dominik Meier, beziehungsweise im besten Falle für Danny Anwandt. Mal gucken, mal gucken. Ich glaube, heute Abend könnte auf Watkins Glen wieder der vermeintliche Regengott das Zünglein an der Waage sein, oder? Wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielen, vielen Dank an die Partner und Sponsoren von Hove Sim Racing, Albekra, Soapbox, Brick.8, Moldenhauer, alle zusammen. Was machst du? Den Pferden? Ah, okay, alles klar. Die haben den größeren Kopf, ja, das ist richtig. Ja, die haben definitiv einen größeren Kopf, ja, bin ich bei dir, Ingo. Passt. Tor, alles munter. Lorenz Fässer auch? Ja, der Max ist schon unglaublich schnell, Kingston, definitiv. Der macht ganz, ganz viel richtig, Ingo. Ingo, sag ich, Kingston, definitiv. Der macht ganz viel richtig. Sehr schön.
Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Passt! So, Kampf ist leer. Zumindest die nächste Tasse von gefühlt ganz, ganz vielen. Ich habe ja so eine Standleitung gedanklich zu dem Gesöff, ne? Also, Alexander Grote am Start. Wippermann Racing Honda NSX. Wo ist die Sarah heute Abend? Honda NSX Favoritin, oder? Julko, wunderschönen guten Abend. Grüße. Kann leider nicht dabei sein, RaceApp meine Anmeldung nicht angenommen hat. Nein. Julko, warum gehst du nicht her und schreibst du dann dementsprechend die Jungs von der Reco, von Hovesim Racing an, dann können die dich manuell mit bestätigen eventuell. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, du hast die Anmeldung da durchgedrückt, man kontrolliert es ja im Nachgang nicht mehr, ne? Zumindest nicht vehement. Vanessa, wunderschönen guten Abend. René Brey, CDS Digital Motorsports im Porsche am Start. Detlef Kepp im Porsche für Hovesim Racing. Tobias Martini für Martini Web Designs Racing im Ferrari. Peter Lindner im Fefe für CDS. Janis Zeus, Entropy Racing im McLaren. Moritz Birze im McLaren für Projekt Tiefseetaucher. Ja, da kriege ich glaube, und die Definition des Tiefseetauchens bekommt heute, glaube ich, eine ganz neue Definition, oder? Nee, stimmt, jetzt nicht mehr, das stimmt, aber ich sag mal so bis um, keine Ahnung, 18, 18.30 oder was, können die auf jeden Fall noch händisch bestätigen. Das wäre nicht das Thema, die müssen es halt nur wissen, ne? Mr. Cappuccino, grüß dich mal lieber. Nee, kein V12, also zumindest nicht bis dato gesichtet. Robin Meyer, Madcap Racing im McLaren, Philipp Thoma im McLaren für Madcap Racing, die beiden Teammates sind das. Christopher Schmidt, Venari Racing, BMW M4, Alvin Busjan im AMG für Hovesim Racing. Das ist auch ein geiles Bild, oder? Die ganzen Hovesim Racer, da stehen alle zusammen, hey, alle. Unglaublich. René Tinzer, Venari Racing im Ferrari, Remo Kipfer, der Schweizer, Panther GT Racing im Pfeffer, Danny Anwand im Pfeffer für Panther GT, auch das die beiden Teammates, Jan Drexler, Skidmark Racing, BMW M4, Sebastian Brocke, Entropy Racing im McLaren, Jeff Ewerts, Hovesim Racing 2, M4, Dominik Meyer, M4, Purple Sector Racing bei GSE, ja genau, der Mars Madcap, jawohl, Gerd Binder, B&B Racing im Ferrari, Mike Bugler, Venari Racing im Fefe, Alexander Rütz, DOD Racing im Lambo, Matthias Weggel, Hovesim Racing im Porsche, Jens Alusar, Entropy Racing McLaren, Bobby Paceman, Hove im Meckes, Michi Hirtschi für Entropy Racing 2, der Österreicher im McLaren, Markus Blumenrath für Skidmark Racing im McLaren, Klaus Jäckel, Meckes für Soapbox Racing und der Ingo Schmidt im AMG für Teamlos. Ja, also der Ingo Schmidt fährt ohne Team, ist aber nicht schlimm, trotzdem im AMG GT3. Sind nicht allzu viele, was ist da los? Schied Wetter oder was? Würde ich fühlen, auf jeden Fall. Haben die da jetzt gerade Briefing oder was? 48, ja, kann schon sein. Ja, es ist ja zum Glück noch ein bisschen Zeit, ne? Also wir haben jetzt ja nicht gleich nächste oder übernächste Woche das Finale, Julko. Insofern alles easy. Gerade um die Punkte womöglich, ja. Wo ist denn der Vladi H. von Rapid Racing? Also, by the way, Julko, du bist wahrscheinlich der Julian Krubica, ja? Kann das sein? Haben wir dich nicht? Wir haben dich doch beim letzten Mal im Interview gehört, oder? Da war doch was. Ich habe doch noch gefragt, ob man den Namen richtig ausspricht, oder? Ja, genau. Anyway, geht's dir gut? Bist du munter wenigstens? D11. Ja, Martini wird dir ein bisschen abbauen. Bastian Holter ist heute auch nicht da. Also du wirst jetzt nicht überholt werden. Sandro Conradi auch nicht da. Detlef Kepp, den habe ich Detlef. Der Dettel ist da. Also der Dettel könnte gefährlich werden, gedanklich. Was gibt's für P1? 26 Punkte. Boah, geht. Also, ich sag mal so, tragisch heute Abend ist es nicht. Dirk, mein Lieber, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Tiefseetauchen bei Nacht, das wird ein Spaß. Meinst du, es wird Nacht, Dirk? Mach keinen Scheiße. Komm, wir riskieren mal einen Blick. 18 Grad, 14 in der Außentemperatur. Scheiß Wetter. Mediumregen auf jeden Fall. Was haben wir? Warte mal, lass mich kurz gucken. 11 Uhr in der Früh.
9 Uhr am Abend ist das Rennen. Ey, scheiße. Dirk, das ist dunkel. Ich hasse es, wenn du recht hast. Also das Qualifying ist um 3 Uhr den Nachmittag. Und um 9 Uhr am Abend ist das Rennen. Okay. Chapeau, ich lass mich überraschen. Ja, Kopf hoch. Julian, Kopf hoch. Gibt Schlimmeres. Nee, wir Finale ist noch ein bisschen hin. Maas, dauert noch einen Moment. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Jungs und Mädels hier schlagen. Nein, jetzt ist er schon wieder, das ist schon wieder Tapion drauf. Oh. Wie hieß der Kollege? Haben die den in der Entry-List nicht geändert, oder was? Boah, ey. Roland Kaiser. Wie hieß denn der Kollege? Wisst ihr das noch? Dolly, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Boah, ist mein Kai Senna im Stream? Nee, ne? Er hat eine Frage bei mir im Discord in den Hardware-Channel reingestellt. Wenn ihr da Bock habt und könnt gerade mal rübergucken und die Frage beantworten, tut das bitte gerne. Mal gerade gucken, Kai. Nee, Kai ist noch nicht da. Olli, wie geht's dir? Der erste wickelt in T1, der Rest wickelt sich in der Schikane. Meinst du? Nee. Ich glaube, die kriegen das hin. Ramon. Eli, mein Lieber, grüß dich. Wie hieß denn der Kollege? Könnt ihr euch noch erinnern an diesen Kollegen Tapion? Der ist beim ersten Mal mitgefahren, dann war er auch schon mit Tapion angezeigt und beim nächsten Mal, wo er dann dabei war, haben sie ihn richtig dargestellt. Dirk, wie heißt denn der Kollege? Tapion? Ramon? Ja Gott. Komm nicht drauf. Meinst du? Ah, der Herr Florenz! Der Herr Flo! Hey, Max, hast du mal auf den Wickel? Auf den Wickel. Hast du mal auf die Uhr geblickt, Mann? Alles cool, hat noch Zeit. 8 Minuten, dann geht's in die Quali rein. Also, Max Florenz für Vinari Racing. Der Führende in der Goldkategorie ist eben gerade auf den Server gejoint. Das ist schon rutschig. Außer, dass ich etwas Rücken habe. Ja, kann ich ein Lied heute von singen, Dolly. Und Madcap Racing, Mas? Meinst du, Mas? Toni, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Meinst du? Oh, ich glaube, das kriegen wir hin, Dirk. Das kriegen wir hin. Schade, Sarah ist auch noch nicht da, Mann. Katastrophe. Schön in die Schikane reingeslidet, hier der Alexander Grote. Warum denn auch nicht? Also, 30 haben wir. André Schwarz ist noch gejoint, sehr schön. BMW Racer im AMG mit 888. Da hat man eine Nummer, diese habe ich auch ganz gerne. Eigentlich so ein Standardformat. Aber muss, Toni. Morgens Freitag. Ach so, by the way, das darf ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe Bereitschaft jetzt gedrückt bekommen ab morgen. Ich muss gucken, wie es läuft. Es kann sein, dass ich ein bisschen schieben muss morgen, vom zeitlichen her. Ich hoffe nicht, dass ich absagen muss den Kommitag morgen, weil sonst drehe ich, glaube ich, voll ins Hohl. Und ja, mein Wochenende hat sich jetzt auch dementsprechend komplett gedreht. Deswegen mal gucken. Ja, Alex Grote, meinst du? Meinst du, der Honda NSX-Fahrer im Honda-Konstellation ist so stark, oder was hier? Wie gesagt, ich bin gespannt. Also, Regen in Watkins Glen ist generell schon, im Medium-Falle, ist schon sehr, sehr tricky zu fahren. In Kombination mit Nacht, wenn es dunkel ist, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dieser Körper, das ist so ein Hauptding hier.
Da kommen gerade wieder Bilder hoch bei mir. Wir haben beim letzten Mal in Watkins Glen, wir waren so mega unsicher, verunsichert durch die Server-Settings bzw. die Regensituation auf dem Trainingsserver. Und im Rennen war es dann furztrocken. Ich habe im Strahl gekotzt. Ehrlich, glaubt mir kein Mensch. Und wir sind ja auch Hybrid-Setup gefahren mit Mirko Hake zusammen auf Bentley. Und ich war relativ fit eigentlich im Nassen, ne? Und dann war dieses scheiße furztrocken, ey. Und ich habe echt gedacht, ich krieg die Krise, ey. Und dieser erste Curb im Ausgang T1, ne, diese Doppelrechts dann bergauf in die WS ist hoch, der hat es auf jeden Fall in sich, weil du musst das Auto abfangen, du darfst nicht zu weit links rüberkommen, ansonsten hast du einen Cut, oder? Und der ist relativ hoch und wenn du da halbwegs mit dem Unterboden aussetzt vom Fahrzeug, ey, du kriegst die Kontrolle nicht wieder. Geht nicht. Vergiss es. Wort, kennst du im Regen noch nie gesehen? War sehr froh. Unglaublich anstrengend auch. Ja, das ist wichtig, Dirk. Das ist ja auch die Grundvoraussetzung. Dass man sich einfach wohlfühlt im Auto. Auch wenn teilweise sehr schwierige Bedingungen vorherrschen. Nee, ich glaube, das ist so das gleiche Prinzip, Dolly, wie der Nissan GT-R. Also mittlerweile eher ein ich sag mal, klassisch definiertes Liebhaberfahrzeug als solches, oder? Einfahrt hier. Auch eine ganz, ganz heiße Nummer. Darfst die Linie nicht überfahren. Hast dementsprechend auch teilweise echt alle Hände voll zu tun, deine Augen überall zu haben, wenn du da dieser Boxenlinie folgst, oder? Wenn du rein willst. Und der Highspeed-Verkehr hinter dir da, weil die müssen den Apex der Kurve im Regelfall treffen. Und wenn die nicht mitbekommen, dass du reinfährst, dann kann teilweise doch schon die eine oder andere echt heikle Situation entstehen. Nee. Es ist definitiv kein sogenanntes Meta-Fahrzeug, Dolly. Definitiv nicht. Also ich glaube, das beste Fahrzeug, was man optisch direkt wahrnimmt, ist der gelbe Ferrari von Gerd Binder pilotiert. Nee, und vor allen Dingen musst du halt immer hoffen, dass dein Grip halt nicht abreißt, ne? Habe ich Jens Alusa gesehen? Schon? Ja, habe ich. Ja, unser Alexander Rütz, DOD Racing. 31 Fahrer haben wir jetzt. Nochmal kurz die Kaffeemaschine an, Freunde. Jetzt wird's ja nicht gespannt heute. Wenn der Zeit hat zum Trainieren ist, dann ist der richtig zügig, ey. Dann ist der, kann der richtig einen raushauen. Warum habe ich so leichte Lags jetzt? Liegt er mir am Stream? Nee. Ah, was wunderschönen guten Abend. Grüße. Aber wie ist es bei euch beim 24-Stunden-Rennen dieses Jahr, Ende Mai? Seid ihr da vor Ort, weil ihr arbeiten müsst? Oder habt ihr vom Prinzip her die Zeit, um euch privat das Rennen anzuschauen? Alter, Max.
Ey, der kommt. Der ist noch keine 10 Minuten auf dem Server. Fährt die erste mehr oder weniger Runde raus und klatscht gleich mal eine 50-6 in den Parcours. Greywolf, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich mal, lieber Andi. Hätte der Matthias Weckl auch schreiben können, anstatt Achtung, wir switchen ins Quali. Achtung, wir rutschen ins Quali. Wieder bin ich im Urlaub. Ich hab da Urlaub. Wie, du hast Urlaub? Achso, im Zeitraum, wo die Nost ist, oder was meinst du? Toni? 19 Grad. Regen wird etwas weniger. Aber ich glaube, können wir vernachlässigen, Freunde. 20 Minuten Quali-Session sind gestartet. Es geht los. Switch kurz in einen anderen Tower rein. Und jetzt Attacramente. Ah, ihr habt immer frei beim 24er. Ah, okay, cool. Aber seid ihr vor Ort? Oder schaut ihr euch das ganz tiefenentspannt von zu Hause aus an? Andi, mein Lieber, alles gut? Und Mr. Greywolf? Also, 31 Fahrzeuge. Ich glaube, das war der Kollege Ramon, wenn ich es richtig im Kopf habe hier, a.k.a. Tapion. Da müssen wir auf jeden Fall im Nachgang nochmal gucken, dass der Kollege dann für die Zukunft richtig dargestellt und angezeigt wird. Molde! René, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Kommt aufs Wetter an, okay. Irgendwie kommt es immer anders, meinst du, Toni? Ja gut, in meinem Falle, wie gesagt, das sind so circa 520, 500 Fetch-Kilometer, je nachdem. Da musst du natürlich schon dementsprechend auch mal mehr wie 2, 3, 4, 5, 7, 38 Tage einplanen, oder? Ne? Also wenn du dann sowas vornimmst und so, das muss schon funktionieren dann. Dann musst du auch durchziehen. Mal eben irgendwie nur eine Stunde, anderthalb darüber scheppern oder so, dann könntest du mal so ein Tagesprogramm fahren. Aber nee, das geht bei mir nicht. Rein nach dem Motto, ganz oder gar nicht. Moldi? Och, ist ja knuffig. Nee, dieses Jahr nicht, Sidro. Vielleicht nächstes Jahr. Weil du weißt ja selber, die Nost ist ja unglaublich groß. Wieso hältst du mich nicht? Bitte an Kaskar, TPM, ach so. Ja, wie gesagt, mein Discord funktioniert gerade nicht. Ich sehe nichts. Panel bauen sich bei mir nicht auf. Was drin geschrieben worden ist, beziehungsweise kann ich auch nicht in Sprachchannel reinswitchen. Das geht nicht. Keine Ahnung. Seit dem Update eben gerade spinnt Discord bei mir rum. Wir wissen aber, offiziell gibt es gerade Probleme bei Discord. Danke an die Mods, die da im Hintergrund schon fleißig gesucht haben und sich belesen haben. Ja, alles gut. Du, am Handy geht's komischerweise. Am Handy sehe ich alles. Wunderbar. Ja, Handy funktioniert, aber ich kann das Handy nicht ins OBS mit übertragen als solches, um Interviews zu machen. Das geht leider nicht. Ein wunderschön.
So, also. Max Florenz, Paul Zetter mit 50.037. Optisch gesehen ist der Regen nicht ganz so stark wie eben gerade noch in der freien Trainingssession. René Tänzer 2, Philipp Thoma auf 3, 51.027 für Robin Meyer P4, Jan Drexler 5, Moritz Bürzer P6, Dominik Meyer 7, Danny Anwand 8, Alexander Rütz auf 9, Sebastian Brocke auf der 10 mit 51.415. Oh, die sind wieder richtig dicht zusammen. Tobias Martini P11, 51.442, Jeff Ewerts 12, 51.460. Alexander Grote im Honda NSX P13, jetzt P14, 51.507. Ewerts nach vorne auf die 8 mit 51.265. Da geht was. Detlef Kipp 17, Gerd Binder 18, Christopher Schmidt 19, Peter Linden auf 20. Bleibt bei 31 Fahrzeugen, sehr schön. Der ist schon wieder purple am Blinken, der Max Florenz. Snacks, mein Lieber, grüß dich. Hey, Chris Heyer in the house. Einen wunderschönen guten Abend, Grüße. Moos, Gustl, Moos, bei dir auch? Wir sind heute in Watkins Glen unter absolut bescheidenen Bedingungen, Gustl. Aber ich glaube, da müssen die Fahrer durch und wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ja, aber am nächsten Tag ist ja viel zu spät, Husky. Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Ich habe ja Interviews hier eigentlich zu machen. Weißt du, wie ich meine? Die Scheiße muss ja funktionieren, verdammte Axt. Ja, was bezahle ich für ein Geld? ACC Doxit! Wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für den Prime-Sub. Kuss geht raus. Viel Spaß mit den Emoticons. 49.857. Max Florenz schmeißt noch mal eine Kette Extravaganz in die Suppe. René Tänzer P3. Grote auf 2. Wie war das? Der fühlt sich wohl. Der fühlt sich richtig wohl, oder? Wenn ihr mich fragt. Alexander Grote auf die 2 mit dem Honda NSX, Freunde. Geil. Brocke auf P6. Thoma P7. Brei auf 8. Komplett im A von vorgestern. Wieso vorgestern? Ich hab zweimal hingeguckt, Thomas. Ich hab zweimal hingeguckt. Da stehen wirklich. Ups! Alter, Thomas, vielen, vielen Dank, mein lieber Pharao, für deinen Primary Sub. Willkommen zurück im 11. Monat, Digga. Vielen, vielen lieben Dank. Kuss geht raus, mein Lieber. Dankeschön. Ja, eine Kunst oder eine Tugend, oder ein Fluch. Wie war das, Dirk? Irgendwie sowas. Bierzer nur auf der 15. Moritz, was ist da los? Mach mal Lack auf den Kolben, bitte. Gerd Binder P21, 51.655. Bist du gerade zu Hause, Snacks, oder bist du unterwegs hier? Pharao, wie geht's dir? Schön, dass du da bist, mein Lieber. Was hast du? Bis 23 Uhr getrunken. Das würde ich nie schaffen. Weißt du, wie oft ich dann die Nacht raus muss zum Pullern, Alter? Vergiss es. Geht nicht. Oh, das klingt so gequält, mein Lieber. Florenz legt nach. René Tänzer vorbei an Alexander Grote und an Robin Meyer, Freunde. René Tänzer neuer Zweiter, 50.020. Robin Meyer 50.157. Kredenzt wäre P3 nach jetzigem Stand. Knapp. Ja, ein bisschen mehr wie 11 Minuten haben wir noch in der Quali-Session. Grote nur noch mehr auf P4. Drexler 5, Zeus 6. Alexander Rütz auf 9. 40.000stel fehlen auf P8 auf Alvin Busjan. Na, guck mal an hier, Herr Busjan. Wie du Cornflex heute Morgen gehabt, oder was? Was mache ich? Ich schlafe wie ein Baby. Nee, noch geil, ich schlafe wie ein Mofa. Immer schön seitlich auf Molloriti. So, ich bin gleich wieder retour. So, kommst natürlich zurück. Weißt du, was mit Kaffeemaschine sagt? Ja, Alter, mach mal Wasser rein, bitte hier. Mach mal Wasser rein jetzt. Mach ich nicht weiter.
Echt? Ja, wenn das in Maßen sich verhält, nächstes ist das okay, oder? Nee, ich trinke Kaffee nicht, um wach zu bleiben. Ich trinke Kaffee einfach, weil ich es ein cooles Gesuff finde. Klingt blöd, ist aber so. 49,522, Freunde, der ist eine halbe fucking Sekunde schneller wie der Rest vom Feld, der Max Lorenz. Ich habe keinen blassen Dunst, wie er es macht, aber es ist egal. Es ist einfach immer wieder geil anzusehen, dass der Max Lorenz so eine geile Präsenz oder beziehungsweise Performance aus diesem Aston Martin rauskitzelt. Ich hab's schon gesehen, so die letzten anderthalb Wochen oder was, Thomas, ne? Seit North Release immer mal wieder fleißig am Probieren und hast du nicht gesehen? Wichtig ist, du darfst nicht den Biss verlieren. 51,152, die Verbesserung für Danny Anwand. P18 ist das. 2000stel fehlen ihm auf Tobias Martini auf P17. Christopher Schmidt, P21, Herr Schmidt. Das kenne ich ja gar nicht, was ist da los? Fast eskaliert. Okay. Ja, dann toi toi toi, Mann. Und Alu sah noch gar keine Zeitkredenz, der Jens. Jetzt aber halt dich ran, Jens. Momentchen hast du noch. Ja, aber je nachdem, wie lange, beziehungsweise wie lang oder kurz dein Geduldsfaden ist, Thor, kann das funktionieren. Es kann aber auch böse nach hinten losgehen. Detlef geht nach vorne auf die 7. 50,400 für den Hove Sim Racing Porsche. Schönes Ding. Detlef, hast du fein gemacht. Peter Lindner, P13. Sehr gut, Thomas. Sehr gut. 8,39, das ist doch gar nicht so schlecht, Freunde. Vielen Dank für den Level 1 Hype Train. Das ist doch super. Also meine PB momentan liegt bei 8,31. Im Bentley. Allerdings bin ich, muss ich dazu sagen, ich habe die vielleicht 7 oder 8 Runden erst gefahren, fahre mit Bentley, weißt du, ich meine, und das war es ein einziges Mal letzte Woche. Ich habe momentan so wenig Zeit, das darfst du keinem erzählen, ehrlich. Deine PB liegt bei DNF. Capo, schöne Definition. Und Freunde, DNF ist nicht dit geht nit final, sondern das ist die Abkürzung für did not finish, also nicht schwarz-weiß kariert gesehen. Bin diese Woche zweimal im Regen auf der Nuss gefahren? Nee, Regen bin ich überhaupt noch nicht gefahren. Überhaupt nicht. Wie gesagt, Pharao, wichtig ist, dass du den Spaß nicht drin verlierst, immer wieder die Herausforderung darin siehst und dann einfach weitermachst, oder? 5000stel Lindner hinter Philipp Thoma. Sollte doch eigentlich gehen. Wiederum Philipp Thoma, fehlen 8000stel auf P11 auf Sebastian Brocke. Mehr wie 6 Minuten haben wir noch. Das geht. Runden insgesamt.
Schnellste Wertet im 992er, das ist der Porsche. 837,6. Auch das ist doch okay für den Anfang, Tor. Das ist doch wunderbärchen. Alter, so schnell da vorne. Eieieiei. 19 Grad im Parcours, das ist gleich geblieben. Regen sollte etwas weniger geworden sein. Auch wenn das mehr oder weniger eigentlich, glaube ich, nur in der Statistik der Fall ist und nicht wirklich merklich aus Sicht des Fahrers. Sauber abgefangen, den Koffer von René Prey. Kostet natürlich Zeit ohne Ende, machen wir uns nichts vor, ne? Aber besser wie ein Einschlag. Ja, ja. Die Noss ist halt, das Phänomen auf der Nordschleife ist halt folgendes, Freunde. Die Strecke, die Runde ist so lang, dass du im Grunde rein theoretisch hergehen muss und muss sukzessive eigentlich Sektor- bzw. kurvenabhängig das Thema versuchen zu ändern. Und dann in der nächsten Runde an der gleichen Stelle nochmal. Und nicht die gesamte halbe Runde, die gesamte Viertelrunde, die gesamte Runde etc. an verschiedenen Stellen probieren dich zu... Das heißt, du verkackst dann beispielsweise die Sabine-Schmitz-Kurve, oder? Und dann lässt der komplette erste Sektor hinüber, ja? Und das holst du dann womöglich im zweiten Sektor nicht wieder rein. Macht keinen Sinn. Festbeißen gedanklich ja. Und einfach laufen lassen, Citro. Also jetzt nicht zu verbissen rangehen an die Geschichte, sondern einfach ganz locker Basics oder beziehungsweise Kurven, die dir, wo du sagst, da bist du safe, da fühlst du dich sicher, die behältst du immer gleichbleibend. Und dann versuchst du es an anderen Stellen etwas zu verändern, die Geschichte, oder? Döttinger finde ich am schwersten, ja, Mars, ich verstehe den Wortwitz nicht. Die Döttinger finde ich am schwersten. Ja, ja, genau. Lenkrad festhalten, weißt du? Einschlafen, Füße hochlegen. Ewerts P17. 50820. Schaut euch bitte die Deltas an, das ist absolut unglaublich. Alexander Grote legt nach, 49,907, neuer Zweiter, der Honda NSX-Pilot. Auch eher in der Lage, unter 50,0 zu fahren. Bouncig? Achso, du meinst Bumpy, also uneben, Mars. Hey, Frosty, mein Lieber, grüß dich. Ein wunderschön. Ja, aber das ist ähnlich, Thomas, mein lieber Pharao, ist ähnlich wie die Aussage und das Sprichwort, ne? Wo will es sein Gebüsch, oder? Hellmann, wunderschönen guten Abend, Grüße. Next, du bist pervers, Alter, ohne Witz. Schreibt er mir, was der alles getrunken hat? Macht er mir vollkommen die Liste? Ich bin am zweiten Halben schon wieder nicht mehr gewusst, was wie wo. Hellmann, wie geht's dir? Was hast du? Heute früh einen Platten eingefahren. Warum machst du sowas? Elmann, mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank für dein Primary Sub. Willkommen zurück im 12. Monat. Elmann, ein Jahr komplett voll gemacht. Dankeschön. Los geht raus, mein Lieber. Auf der Autobahn hast du dir den Platten eingefahren? Alter, mach sowas nicht. Ja, wie gesagt, Frosty, lass uns schreiben, da kriegen wir was hin. Wenn es jetzt am Sonntag nicht passt, dann ist halt so. Mac is Mofi! Einen wunderschönen guten Abend, Grüße. Oder am Fahrrad eingefahren. Dafür. Dann ist heute 49 Zoll Monitor Samsung angekommen, der muss auch zurück, Display bruch. Nein! 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 Was? Frei nach dem Motto, wie viel Pech wollen Sie haben, ne? Ey, Freund, ich hab heute. Ihr wisst ja, ich bin ja Anlagenmechaniker, ne? Also sprich der ehemalige Heizungsbauer ist es, ja, ne? Heizungsmonteur etc. So, und ich war heute bei der Kundschaft gewesen und habe da ganz normale Kundendienstinspektion gemacht an der Heizungsanlage, ne? Und bin ich hinterm Haus über eine Außentreppe unten in den Keller rein, alles cool, alles easy. Und dann gucke ich so rechts weg hinter über den Garten, ne? Zum Nachbarhaus. Und ihr kennt doch diese Hauskraftwerke, ihr kennt doch diese Photovoltaikpaneele, ne? So. Ey, ohne Witz, die komplette Rückseite von dem Haus. 1, 2, also Erdgeschoss, erste,
und zweite, also Dachgeschoss, oder? Die komplette Rückseite, inklusive der rechten Hausseite, war voll mit Paneelen. Ich glaube, ich habe irgendwas um die 32 Paneele gezählt. Und habe dann einfach ein Bild von gemacht, bei uns in die Gruppe, WhatsApp-Gruppe reingestellt, so nach dem Motto, wie viel Konkurrenz möchten Sie dem eigentlichen ortsansässigen Stromkraftwerk-Lieferanten bieten? Antwort, ja. Alter. Also keine Ahnung, aber ich hab... Warum? Nee, vergiss ich nicht, Mars, vergiss ich nicht. Ja, aber auf Gran Turismo muss ich sagen, im Vergleich, Thor, ist Gran Turismo die Nordschleife um Welten rutschiger gewesen. Oder auch einfach die Feedback-Vermittlung, also das, was im Endeffekt kam in die Peripherie. Ach, das vergiss es. Ja, wenn ich überlege, was da jetzt aus ACC rauskommt und oder iRacing oder von mir aus auch Raceroom, nenn's wie ihr es wollt, scheiße, das sind ja Welten als Unterschied. Thomas Jahn, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Die melden den Schaden jetzt der Post, also wird es wahrscheinlich der Transportschaden gewesen sein, okay, Frosty. Ja, wie gesagt, ich drücke dir die Daumen. Axel, grüß dich, mein Lieber. Guten Morgen. So, Qualifying ist vorbei. 49,522, das ist die Polezeit. Jan Drexler konnte nachlegen, schlägt Alexander Grote auf den letzten Meter. 49,845 für Jan Drexler. Die Rote, der Alex, somit P3. René Tänzer auf 4, Robin Meyer 5, Philipp Thoma P6. 50,245. Die obligatorische Sekunde ist die umfassend die Top 12. Ja, die letzten Meter zumindest, Axel. Ja, gut. Wenn das Paket natürlich schon komplett beschädigt ist, ne, dann ist es ja naheliegend, dass da irgendwie einer das Ding da womöglich rumgeschmissen hat. Gut soweit, Thomas. Danke dir. Bisschen Rücken heute, aber das ist okay. Einzigste Wermutstropfen. Ich habe ab morgen Bereitschaft. Vorhin zwischen Tür und Angel erfahren, weil ein Kollege ausgefallen ist. Der ist erkrankt. Der hat sich heute wehgetan. Ja, Alter, ey. Frosty. Das Paket hätte ich so niemals angenommen. Schmitty, mein Lieber, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Aber wahrscheinlich haben sie das Paket einfach bei dir abgestellt, weil du warst nicht daheim, oder? Warst du schaffen gewesen wahrscheinlich. Frechheit sowas. Riesengroße Risse drin, Alter. Katastrophe. Schmitty, alles fresh? Vom René und der... Oh, ist das dunkel. We're wet conditions. And take away from the curb. Slippery. Wo muss ich hin? Da muss ich hin, klar. Ich glaube, ja. 10 Grad, Freunde, 10 Grad. Oh nein, schaut mal bitte oben rechts auf die Wettervorhersage. 30 Minuten und der Regen wird stärker werden. Das ist nicht gut. 12 km Windgeschwindigkeit. Das ist ja fast Orkanstärke. Oh, ich will nicht tauschen müssen in den Fahren. Ich will nicht tauschen. Dennis, wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Ja, der Streckenverlauf. Ja, klar, Tor. Das auf jeden Fall. Ja, was mir halt so im Kopf hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass es halt unglaublich rutschig war, ne? So, jetzt pass Obacht. Also, wir haben... Car-Number. Warte mal, ich mach den Zeigler gleich mal an. Aber nicht mit Car-Number, sondern... So, jetzt müsste der mir eigentlich cyclen, Manufacturer und Race Gaps, oder? Ja. Aber das gefällt mir nicht, das machen wir anders. Das machen wir anders. Moment, das mache ich anders. Wir machen erst die Race Gaps und cyclen die Car Number mit Manufacturer. Gefällt mir das besser. Ja. So, wir haben einen Pflichtboxenstopp, wenn ich es richtig im Kopf habe. 20 Minuten Pit Window. Ja, das sieht doch geil aus. Aber kannst du laut sagen, Chris, kannst du laut sagen. Ja, Wetter ist wirklich nicht cool. 21 Uhr, Time of the Day. Aktuell auf dem Server. 9 Uhr am Abend.
Ich bin gespannt. Die Temperaturdifferenz im Vergleich zum Quali ist jetzt nicht gar nicht so das Problem. Wie Sie sehen Sie keinen Regen, ne? Ja, das Licht ausgemacht, dann schreibt. Die schreibt nicht was, genau. Ecker. Also, pass auf, dann machen wir schnell das Starting Grids. Pole Sitter, vorne links aus unserer Perspektive. Max Florenz B1, Jan Drexler P2, Adrian, wunderschönen guten Abend, Kuss geht raus, T1, Resub, willkommen zurück im 19, mein Lieber, Dankeschön. Alexander Grote P3, René Tänzer P4, Robin Meyer P5, Philipp Thoma P6, René Brei von P7 aus startend, Dominik Meyer von der 8 aus ins Rennen gehen, Detlef Keb für P9, Tobias Martini P10, Danny Anwand von der 11. Position, Toni, willkommen zurück, Moritz Birzer von der 12, Jonas Zeus von der 13. Position, unser Grieche. P14 nebendran steht Peter Lindner. P15 haben wir den Schweizer Remo Kipfer am Start. P16 für Christopher Schmidt. Den Venari Racing Pilot Alvin Busian von der 17. P18 Alexander Rütz. Der nächste Österreicher im Lambo mit der 42. Sebastian Brocker auf der 19. Mike Bugler daneben auf der 20. Position stehend. Jeff Ewerts P21. Eli, mein Lieber, grüß dich. P22 Matthias Wegel. Gerd Binder von der 23 aus dem Notdienst. Wieso Notdienst, Eli? P24 Markus Blumendraht. Bobby Paceman 25. Startnummer 26. Startplatz 26. Hat Ingo Schmidt inne. André Schwarz von der 27. Klaus Jäkel 28. Michi Hirschi von der 29. Der Kollege Tapion, a.k.a. Ramon. Hast du nicht gesehen? Hab's vergessen. 30. Und Jens Alusar von der 31. Position ins Rennen startet. So, wem es jetzt zu schnell war, ist nicht schlimm, es gibt ein VOD. Was zu kaufen gibt es ja auch nicht. Dennis, wie geht's dir? Der Herr Henschel. Mutter hat das Paket in die Wohnung gestellt, okay. 21 Uhr am Abend, Rosti. Ich glaube, es war ein Hoodie gewesen. Hoodie ohne Tasse, Frosty. Morgen noch schaffen, dann eine Woche Urlaub. Negativ seit gestern, kein Internet mehr. Irgendwas mit einer Leitung seitdem beim Nachbarn Technikern da hatten. Aber Nachbar hilft mit WLAN. Ach, scheiße, Schmitti. Okay. Ach so, weil Homeoffice... Ich hab schon gedacht, hier aus der Notaufnahme oder sowas. Weißt du, ich meine aus dem Krankenhaus, dass du da jetzt von da aus schreibst, Eli. VOD auf 0,25 Geschwindigkeit, dann versteht man mich und kann mitschreiben. Magnus, wenn ich dich hätte, mein Lieber... Dann hätte ich jemand anderen. Dankeschön. Alter, was ist das denn? Nein! Mike Bugler! Links! Fupp! Da! In der Box steht er! Ey, Nightmare! Mein kleiner Zipfelklatscher, du hast jetzt nicht vergessen, auf Fahren zu drücken, oder? Hat er. Hat er. Husky, wir kommen zurück. Was ein Shitwetter. Also vom Regen sieht man so in der Kameraperspektive, in der TV-Kamera nicht allzu viel, aber da sieht man so ein bisschen auf der Scheibe, oder? Plitsch, platsch, plitsch, 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 plitsch. Vorbei. Aber ansonsten bist du munter, Eli. Geht's dir gut? Adrian, nochmal vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub im 19. Monat, mein Lieber. Geht's dir gut? Schön, dass du da bist. Mike Bugler muss aus der Box hinterher. Das ist doch zum Mäusemerken. Wenn sie alle von euch sagen, wie will der Platz ein bisschen Mäusemerken? Ist das so klein? Ja. Geht so. Nicht cool, Eli, nicht cool. Wollen wir wieder mal schnacken, mein Lieber? Private Talk. Zum Würfelhusten. Ja, genau, ja. Wir können auch zum Husten würfeln. Das können wir auch mal. Was? Was warst du heute? Minigolf spielen? Ja, das mache ich auch ganz gerne. Also nicht Minigolf, ich mache meistens Taschenbillard. Adrian. Ah, scheiße, nimm die Bilder aus meinem Kopf. Nee, Thema Wechsel.
Ich habe gesagt, müssen wir mal wieder privat sprechen. Sabbeln, Illy. Das war mit Private Talk gemeint. Nach 10 Uhr auf neuer Bahn, direkt mal. Wenn man Illy noch. Okay. Alles gut, Illy, alles gut. Was machst du? Wenn ich mit dir mal so einen Tag verbringen sollte, dann werde ich wohl vorher eine Lebensversicherung abschließen müssen wegen Totlachen. Nee. Also, was nicht funktioniert, ist so eine Risiko-Riester-Rente. Riester-Geschichte. Die funktioniert nicht. Kann ich dir sagen. Geht wahnsinnig. Und was du auch nie machen darfst, ist, du darfst mich nie vom Namen her angeben. Du wirst bei jeder Versicherung abgelehnt. Die nehmen dich nicht. Die wollen dich nicht. Die müssen selber anfangen zu lachen. Minuten, Freunde. Müssen sie durchhalten. Ob sie wollen oder nicht. Geil, Leute. Die ganzen Tribünen, alles unbeleuchtet da hinten, ey. Sieht man kein Blitzlichtgewitter. Man sieht kein Fahnenschwenker, ne? Wie in Barcelona. Aber schauen wir mal. Also im ersten Moment ist da, glaube ich, keiner auf Slicks draußen. Würde auch überhaupt gar keinen Sinn machen, dafür ist es viel zu nass. Links der Fefe in der Box darf dann auch gleich losfahren. Mega Start vom M4 von Jan Drexler. Hat die Nase vorne gehabt. Jetzt muss er side by side die Tür offen lassen für Max Florenz. Der konnte kompensieren für T1. Die beiden Madcap Racing McLaren, Philipp Thoman, Robin Meyer, P5 und P6. Auch sie hintereinander eingereiht. Sauber, Detlef Kiep side by side zu Moritz Birzer. Da gab es einen kurzen Wallride von Detlef Kiep auf der rechten Seite, Leitplanke da kurz touchiert. Pff, wie so ein Flummi zurückgesnatcht worden. Vorteil Danny Anwands. Also, T1 war cool. Schikane ist einigermaßen cool gewesen. Ein bisschen Techtelmechtel gab's. Probleme für Christopher Schmidt. Der muss da über die Wiese innen die Schikane abkürzen. Fällt zurück auf die 23. Position der Christopher Schmidt. Aber ansonsten cooles Ding. Also, schlimmer gedacht wie erwartet. Oder wie tatsächlich entstanden. Selfie, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für den T1 Resub. Willkommen zurück im 43. Monat, mein Lieber. Dankeschön. Ich auch noch, Tor. Ich auch noch. Was wird? Wiese innen. Wird gegendert. Klar, Magnus, warum auch nicht? Ja, genau, schlimmer gedacht wie erwartet. Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, mein lieber Axel, irgendwann, ich bin bereit, ein Duden zu schreiben, ist kein Problem. Mit der Headline Deutsch, Bloody, Bloody Deutsch, ganz einfach. Die ganzen Hinterlassenen. Damit meine ich nicht die Hinterlassenschaften. Oder wie der Kollege letztens sagte, exkrementieren. Alter, denn. So, Mike Bugler ist on track. Gegen Klaus Jäkel für T1 jetzt den Angriff platzieren. Nein, da steckt man nochmal zurück. Räder womöglich noch nicht zu 100% auf Temperatur. Klar, wenn du da aus der Box frisch rauskommst, ne? Dem seine Räder kühlen mal richtig ab. Christopher Schmidt vorbei an Bobby Paceman, genauso wie Markus Blumenthal. Beide vorbei an Bobby Paceman. Ey, Vinci! Einen wunderschönen guten Abend, Grüße! Bist du schon mal auf der Nordschleife? Was? Bist du schon mal auf der AAC Nordschleife? Ich noch nicht. Und wie ist sie so? Was? Vinci! Jetzt machen wir mal einen Satz aus der ganzen Nummer. Also, AAC Nordschleife, ja, bin ich schon gefahren letzte Woche am Dienstag.
Ein Tag nach dem Release. Ich habe aber auch nur dato bis dato Zeit gehabt an dem Tag. Ich finde es cool. Also entgegengesetzt meiner doch potenziellen Erwartungen, dass es womöglich kacke werden könnte, weil sie es einfach nicht so umgesetzt bekommen, wie sie es vielleicht ganz gerne gewünscht sich hätten, ist nicht eingetreten. Also es ist wirklich geil geworden, ja. Privat ist bei mir einfach unglaublich wenig Zeit gerade zum selber fahren. Aber für das, was ich gefahren habe bis dato, absolut genial. Also empfehlen, ganz klares Ja. Detlef KP12 vor dem Train hier. Janis Zeus, Peter Lindner, Remo Kipfer, Sebastian Brocke, Alvin Busjan. Die 17 hat er inne, der Alvin. Kein Problem, Wünsche, kein Problem. Du, alles cool, alles cool. T9 ist manchmal auch ein Arschloch, genauso wie Discord. Wenn es nicht funktioniert, so wie man selber will, ne? Def Everts P20 hat den Teammate hinter sich, den Matthias Weggel. Nicht zu sagen, unser Weggelinski. Los gehen raus, Christopher Schmidt dahinter für P22. Also bis ich sie selber on-stream fahre, Wünschi, wird noch ein bisschen dauern. Oh, eieiei, mach doch sowas nicht! Boah, unglaublich wenig Platz gerade zwischen den beiden gewesen, zwischen Christopher Schmidt und Matthias Weckel. Da wollten sie beide nicht nachgeben. Ne? Die sind side by side in die Schikane hineingefahren. Dann gab es bei beiden Seiten, bei beiden Autos, so ein bisschen die Rutscher, die Unruhe im Fahrzeug. Angelehnt haben sie sich. Und Remo Kipfer dreht sich hier im Spinala-Format. Der Schweizer auf der linken Seite, da ist er im Ferrari. Hat sich da mal schön abgelegt. Oh nein, der hat Gerd Bimbler volle Lotte mit erwischt. Oh, ich hoffe, der Gerd hat da die Hände aus dem Lenkrad gehabt, weil ich glaube, das hat wehgetan. Gerd Binder seitlich getroffen worden, auf die 17 zurückgefallen, verliert eine weitere Position, Frontschaden am Fefe, Freunde, wie macht die Motorhaube? Genau, frrr, im Winter. Ja. Warum macht die nicht frrr? Ganz einfach, weil die im Schnapper drin hängt. 48, Drechsler in Prop. Ey, aber was ist denn jetzt los? Alexander Grote im Honda trifft noch den Kollegen. Er trifft Jan Drechsler im M4, aber auch den Kollegen. Und da steht jetzt Grote. Oh, meine Fresse. Also die ersten 1-2 Runden waren cool gewesen. Jetzt beziehungsweise die erste Runde war cool, die zweite Runde. Horrible. Wen hat denn der da noch erwischt? Der hat da noch einen Fefe erwischt, ne? War das Tänzer? Ich glaube, das war René Tänzer, den er da leicht erwischt hat. Noch der Alexander Groth im Honda, ne? Ja, genau. Also, nee, nicht T1. Ich meine in der vorletzten Kurve, Mars. Da ist doch der Honda NSX Alexander Grote. Er hat doch erst den Skidmark Racing, den Jan Drechsler erwischt und ist dann links rausgetitscht und hat noch den Fefe leicht touchiert. Und hat den Fefe noch nach links oben in die Bande geschickt. Also jetzt ganz locker wieder Fahrt aufnehmen. Konzentration der Mente. Gerd Binder in der Box gewesen, hat repariert, Frontschaden ist behoben, Remo Kipfer steht noch, ja, den hat es ordentlich gewickelt. Alter, schaut euch bitte die Motorhaube da vorne an, respektive die Stoßstange. Schmidt immer noch hinter Weggel. Ja, so Matthias Weggel zu überholen ist auch nicht das Einfachste auf diesem Erdball. Johannes Zeus im Windschatten hinter Detlef Kep, Tobias Martini auf der 9. Wo ist Grote, da, P16. Ach du Scheiße. Ja, das muss im Nachgang gewesen sein mit Alexander Grote. Weil der hat ja dann im T1-Bereich auf dem Curb links quer gestanden, Maß. Hier in dem Bereich. Nach dem Apex hier links außen auf dem Curb, da hat er gestanden. Oh, rechts unten steht Johannes Zeus. Und jetzt runter von der Linie.
Frontschaden beim nächsten. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Schaut euch an, Motorhaube auch hier ist am Fritt machen. Beckel muss jetzt außen rum. Christopher Schmidt nutzt Windschatten von Zeus. Ich hoffe, der hat da den Frontschaden. Mit, mach jetzt bitte kein Three Wide auf. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Scheiße, es kriegt in die Ecke nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, Schmidt ist so ein Fuchs, ey. Der snatcht da, weißt du, fährt vorbei an Zeus und lacht so ein bisschen Weckel aus und dann verbremst er sich. Oh, für die Bus-Stop. Schade, hätte funktionieren können, mein lieber Christopher. Hätte funktionieren, er fällt zurück hinter Zeus. Matthias Weckel also jetzt ganz kleinen Vorteil. P17, Zeus 18, Schmidt 19, Ingo Schmidt auf der 20 unterwegs da. Am Fighten, Side-by-Side zu Bobby Paceman. Schön, aber alle wieder on track. Mike Bugler P27 mittlerweile. Alexander Grote an seinem Namensvetter dran an Alexander Rütz. Liebe Grüße auf jeden Fall an Robin Maas. Liebe Grüße. Ja, wie gesagt, mein Discord funktioniert gerade überhaupt nicht. Ich muss später nochmal probieren. Vielleicht haben wir Glück. Hat Grote den Frontschaden? Ja. Scheiße, auch hier die Motorhaube ganz, ganz übel am Fritt machen. Beim Honda-Piloten. Nina, grüß dich, mein lieber Dirk. Wundervollen guten Abend. Ja, alles gut, Mars, alles gut. Ich hab gehört, sechster Gang wird überbewertet. Gut's auch. Hey, echt? Mega. Schönes Manöver. Grote vorbei an Rütz. Schmidt vorbei an Jonas Zeus. Auch da Windschatten sei Dank. Moro! Ey, guten Abend! Einen wundervollen. Vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im 30. Mensch, Kuss geht raus. Danke. Bugler vorbei an Markus Blumendrath. Der geht weit raus, der Markus. Auch der Bartmann ist in der Haus. Guten Morgen. Ganz, ganz spektakuläre 10 Minuten haben wir schon gehabt. Tobias Martini im Windschatten hinter P8, hinter den Janwand, die beiden Ferraris. Wir kommen beide so ein bisschen Windschatten gespendet von P7, dem Dominik Meyer. Koppelsektor bei Jese. Der M4-Pilot. So alt werde ich dieses Jahr auch noch. Okay. Nee, bei mir machst du nochmal 10 Jahre on top, ey. Buchu. Aber schön, dass du da bist. Schön, dich zu lesen, Mensch. Dreikampf um P4 hinter Philipp Thoma. Breibierzer. Deftel! Einen wunderschönen guten Abend, grüß dich! Daumen sind gedrückt für Dominik Meyer. Ja, den haben wir gerade im Bild gehabt hier. Aus dem PSR-Hause. Alles gut, Schmidti, alles gut. Wir wissen ja, bei dir geht morgens um 3 oder 4 oder was geht der Wecker, ne? All die Weile. Schäder Storas, Mensch. Schmidti. Komm gut zu liegen. Teilweise, Toni, teilweise, ja. Um 2.30 Uhr, ich hab nichts gesagt, alles gut. Und mach's raus, du könntest schon längst in den Haier liegen, Mann. Komm, gutes Wochenende rein, Schmidti, wenn wir uns morgen nicht hören sollten. Dreier-D-Zug hier zwischen den Triple M's. Michi Hitschi, Mike Bugler, Markus Blumendrath.
Wieso ist Drexler auf P28? Ach so, klar, der hat ja... Ja, logisch. Der war ja... der ist ja von Alexander Grote getroffen worden in der, im Bereich Boxenzugang. Ja gut, das... Im Grunde, Mucho, können wir ja eh nicht allzu viel dagegen tun, ne? Als es hinzunehmen. In Summe musst du eigentlich nur das Beste draus machen. Weil nach dem Motto, lebe den Tag so, als wär's dein letzter, oder? Wenn du dir bloß nicht vorwerfen müsstest, du hättest irgendwas verpasst. Kampflinie von Philipp Thoma gefahren. Sauber defended, verteidigt gegen René Brey. Kreuzblitzer. Schaut sich die Sache ganz tiefenentspannt an. Max Florenz, Freunde, ist 11 Sekunden weg von René Tänzer. Ist der Teamkollege. René Tänzer auch für Venare Racing am Start, genauso wie der Max. Robin Meyer, Madcap. Philipp Thoma auf 4, ebenfalls Madcap. René Brey, CDS Digital Motorsport. Birzer ist Projektivseetaucher. Bartmann, alles gut? Dirk, wie geht's dir? Ja, wie gesagt, Watkins im Regen ist so ein bisschen eigen. Dadurch, dass die Strecke doch teilweise sehr stark abkippt, ne? Also vom Niveau her, variiert teilweise auch sehr Berg- und Talfahrtlastig ist. Aber ich glaube, wenn man sich mal ganz dezent eingegroovt hat, dann ist es handelbar. Kollege Ramon hier im Windschatten hinter Klaus Jäkel. Letzte Rundenzeit im Vergleich war identisch. Klaus Jäkel hat aber einen Frontschaden am Auto, Freunde. Da sehen wir es in der Nahaufnahme. Zehn Jahre noch bis zur Rente, Toni. Echt? Okay. Also ich glaube, den ältesten Zuschauer hier auf dem Kanal, den es mal gab, ich glaube, der war 72 oder 73, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schwierig, Magnus, schwierig heutzutage, ja. Ja, dann dürfte Toni, dann dürfte eigentlich der Cemkas noch 1, 2, 3 Tage gedanklich jünger sein wie du. Hoffen muss man, Mucho. Madvision ist 75? Nee. Echt? Also, dann Kommando zurück. Der Kollege Madvision, der Zuschauer hier in der Community, ist 75 Jahre alt. Roxo, grüß dich. Moin. So, wieder. Dann gehen wir nochmal zu Dominik Meyer rüber, oder? Zum PSR-Piloten. Da ist ein Bild. Boxeneinfahrt genutzt von Robin Meyer. Wäre aber ein früher Stop. Wer steht denn da noch in der Box? Klaus Jäkel. Pass auf, der hat eine DT. Wollen wir wetten? Da ist es. Durchfahrtsstrafe für Robin Meyer und das ist absolut bescheiden. Robin Meyer mit der Durchfahrtsstrafe. Bei noch über eine Stunde zu gehen. Ja, Stunde 13 Minuten, ne? Robin Meyer setzt die Weiterfahrt fort an P21. Matthias Weckl vorbei an Jeff Everts. Das ist ein teaminternes Duell gewesen. Alvin Busjan ist vorbei an Sebastian Brocke. Hinter Peter Lindner jetzt. Brocke 12, Alexander Grote P13. Der macht wieder den Vormarsch durchs Feld, gedanklich. Müsste noch 17 Jahre gehen, aber ich werde versuchen, hier in Ruhestand zu gehen. Komm, hoffe, mein Sohn macht die Firma weiter. Ah, okay. Hopfi Gaming, grüß dich. Hey, Hopfi, alles munter.
Ah, ganz übel, ey. Mars mit DDT für Robin Meyer. Es war viel zu früh schon zu Rennbeginn. Muss, Hopfi, muss. Sehr schön. Und Moritz Pirzer beißt sich die Zähne aus hier hinter René Brey. Max Florenz kommt immer weiter weg. Darkseid, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Moin, Ed. Darkseid, mach doch sowas nicht. Auch keine 22 Uhr. Ach ja, wisst ihr, was das Coole ist am Donnerstag bei mir im Geschäft? Donnerstag gibt's bei uns immer Zopf. Ey, try das, gute Mann. Try das, das war jetzt mit Absicht, oder? Hallo, Ed. Luis, mein lieber Stöcki. Alles munter, wie geht's dir? Nee, aber das Ed hat gereicht, Darkseid. War so ein halber Augenzwinker und Lacher des Abends, oder? Hens Alusa im Battle gegen André Schwarz. Hat im Genick den Mike Bugler. Auch nicht so angenehm. Gelbe Flaggen für Remo Kipfer. Ja. Hat sich hier überrunden lassen. Danke an den Remo. Jetzt hoffen wir mal, dass er ein wenig besser läuft für Remo Kipfer. Der Ei. Oh. Kurze Schrecksekunde erneut für Alexander Grote. Ja, genau. Das meinte ich, Darkseid, ja. Zum Truthahn geworden. Na, die klingen doch viel kehliger. Die machen. Hallo, 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 hallo. Ach du Scheiße, das hat sogar funktioniert. Eieieiei, bitte kein Video, kein Clip davon jetzt, bitte kein Clip davon. Das klang original wie ein Truthahn. Hör mal auf, ey. Also, wenn es mich morgen abgepackt in 4,5 Kilo gibt, wisst ihr Bescheid, oder? So, das ist dann nur ein Bein. Katastrophe, ey. So, Herr Meier. Hinten Schmidt ist vor ihm. Schein nicht so. Was bist du denn jetzt so, Husky? Schei doch nicht so! Pitlimiter, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Rote vorbei an Peter Lindner, Wechsel um die 12. Ja! Jetzt geht's los, Robert, jetzt geht's los, hau raus! Und Moritz Pirzer ist vorbei an René Brey, Freunde. Moritz Pirzer ist dran an P3 an Philipp Thoma. Achso, der Heckflügel, ja. Ja. Ja, aber ey, was ein Zufall, ne? Robert, was ein Zufall. Ich habe mir vorhin habe ich kurz den Manta Manta, den Film angeschmissen, als ich am Kochen war. Gar nicht mal so schlecht, ey, ohne Witz. Also zumindest so die erste, keine Ahnung, was waren es, 30, 35 Minuten oder was ich mir da gegeben habe. Eine Art von Remake, oder? Aber leck mich am Arsch, ist Till Schweiger alt geworden, meine Herren. Oh, Moritz! Wie spät möchten Sie bremsen? Jawohl. Haben die nicht jetzt... Ist meine Vicky da? Vicky, bist du da? Nee, ne? Der Manta, Manta, Manta. Der Manta aus dem zweiten Teil, meinst du, Ruxo? Ich glaube, der kommt erst noch. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Nee, keine Frage, Robert. Keine Frage. Bin ich bei dir. Definitiv. Nee, ich kenne den auch nicht. Wie gesagt, ich habe den heute durch Zufall gesehen. Der ist im Free... Quatsch. Auf... oh, lass mich über... Sky. Kannst du gucken? Und dann habe ich das Ding angeworfen und... Oh, Alter, Robin. Nein, gelbe Flaggen erneut für Alexander Grote. Alexander Grote, das ist die gleiche Kackstelle. Hinterachse verloren, Volleinschlag bei Alexander Grote. Ja, und dann wird's kaltall, Auto. Alter.
Alex. Nein. Und jetzt hat er, glaube ich, richtig Stress, weil jetzt muss er gucken, dass er die Karre irgendwie heil... Das wird er nicht schaffen. Nee, das wird er nicht schaffen. Da wird er Escape nutzen. Wollen wir wetten? Das war ein bescheidener Rennabend für Alexander Grote. Entschuldigung, Robert, vereinzelt, ja. Ich hab auch ganz massive Probleme. Ich muss Discord ausmachen. Ging vorhin nicht. Es ist aber bekannt. Also regional bezogen kann es Probleme verursachen. Regional anderswo funktioniert's. Was ist das? Was sind denn die Rhabarber, Barbara, Barbaren, Barbiere? Was? Ach, der aus dem ersten, der Manta. Aber der war schon geil. Ja. Ja, da ist er zurück an der Box, der Alexander Grote. Er musste Escape nutzen, final. Auch Jan Drexler in der Box. Huch. Aber ich, warte mal, lass mich kurz gucken. 1-1-6, das müsste das hier sein. Gucken kurz nach. Ja, das ist das Replay von Alexander Drexler. Von Jan Drexler. Was? Geht's wieder los mit meinem Wegstaben? Namensverwechseln. Na! Puh. Ja, wenigstens gab's der Autoflasher nochmal, oder? Ganz leichter Anschlag für Jan Drexler, also Einschlag. Ich würde es verstehen, wenn er abstellt. Der ist händisch zurück manuell in die Box gefahren, der hat nicht Escape nutzen müssen. Aber wahrscheinlich ist da jetzt auch einfach die Puste raus, oder? Die Luft raus, wie es so schön heißt. Meier gegen Ingo Schmidt. Und P18, Danny Anwand hinter Dominik Meier. Davor fährt René Brey. Mit über 4 Sekunden Vorsprung auf der 5. Position. Den habe ich 1:24 in meiner Vitrine stehen. Sehr geil. Sehr geil. Was viel cooler wäre, wenn du eine Vitrine im Maßstab 1:24 in deinem Manta, stehen hättest. Oder liegen hättest. Das wäre geiler. Moritz. Boah. Das war noch kein Cut gewesen, Freunde. Runde ist noch gültig. André Schwarz auf der 21 muss sich verteidigen gegen Jens Alusa. Oh, Danny. Das ist genau dieser Körb, ne? T1, wo ich sagte, wenn du da mit dem Unterboden schief draufkommst oder so, das wird ganz ekelhaft. Nicht abreißen lassen, Danny, nicht abreißen lassen. 1:576. Ja. 50-0 fährt da vorne der Max Florenz an der Spitze, Freunde. 50-0.
Schnellste Rennrunde 48.712. 9 Grad im Asphalt. Gerade mal kurz gucken. Also Regen ist stärker geworden, ja, aber in 30 Minuten soll es etwas weniger Regen geben. Na, ich bin mal gespannt. Windgeschwindigkeiten von 12 km/h ist gleich geblieben. Kurz die White Flags draußen für Detlef. Was hätten Sie gern zum Essen? Ja, ich nehme eine Packung Detlef auf Kipf. Oh. Auf der 11 ist er, der Detlef, unser Dettel. Matthias Weggel auf der 14 im Windschatten hinter Alexander Rütz. Oh, Matthias, das war knapp. Links mit der Wiese. Im Grünstreifen. Ja, also Drechsler hat abgestellt. Grote steht auch. Klar, logische Escape-Nutzung. Logo, Klaus Jäkel, P29. Robin Meyer, das zweite Mal in der Box. Maas, klär mich auf. Warum steht Robin Meyer wieder in der Box? Nur kein Pitwindow offen. Robin hat abgestellt. Nein. Z. Das letzte Rennen hat er schon abgestellt, weil er noch eine Strafe da hatte, gell? Im Rennstart. Okay. Schade, Mann. Schade. Dieses kontrollierte Heranrutschen in der letzten Kurve nach links an die Mauer. Puh. Ja gut, wenn du da angefressen bist und so, angefressen bist, ne? Alles gut, ich versteh's. Der einzige DoD Racing Pilot hier, der die Flagge hochhält fürs Team. Fehler von Pi! Oh. Ja, das war klar. Ganz, ganz blöde Verkettung. Peter Lindner, Matthias Weggel, Christopher Schmidt. Kurz in die Yellow Flag mitgetaucht, weil er da vom Gas gegangen ist. Weggel und Peter Lindner, die haben sich nicht gesehen. Peter Lindner hat den Matthias übersehen. Es kam zum Contact im Bereich hier. Oh, Matthias. Im Bereich Esses bergauf. Ja, ich hab's fast gewusst. Ich hab's fast geahnt. Matthias, deine Lenkung ist nicht mehr gerade. Nee. Heckdiffuser auch locker. Matthias, du wirst deine Hinterachse verlieren. Mach langsamer. Heckdiffuser locker. Das heißt, er hat richtig loses Heck. Ja. Also Driften kriegt er halbwegs hin. Ja, jetzt nicht mehr. Bobby Paceman kam da gerade vorbeigeschlittert. Alter Verwalter. So, also, Matthias Weggel hat gerade alle Hände voll zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ist der Peter Lindner auf der 23? Das ist das zweite beteiligte Auto. Auch hier haben wir einen massiven Frontschaden. Hinterachse. Kack Lichtverhältnis. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen. Ich sag mal ganz vorsichtig, Heckdiffuser ist noch fest am Auto. Pilotiert von Peter Lindner, aber massiv Zeit- und Positionsverluste. Ramon hinter Gerd Binder. Ne, da kam der Gerd gerade vorbei im gelben Pfeffer. Am grünen Ferrari-Pilot. Auch hier haben wir einen Frontschaden, Freunde. Wie macht die Motorhaube? Genau. Es häufen sich die Ereignisse. Detlef Kep in Problemen. Auch das ist T1. Hilaria, wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Liebe Grüße von der kleinen Sirene. Liebe Grüße zurück auf jeden Fall, Markus. An deine Lebensgefährtin. Ein Max Florenz, Freunde, fährt sowas von safe davon. Du Blödfin! Du sollst jetzt nicht zeigen, dass du noch mehr fahren kannst, Mann. Freunde, der ist 21 Sekunden weg vor P2. Vom Renitenzer.
Nee, das ist human, Magnus. Also ohne Witz, das ist wirklich, das ist sehr human noch. Wir haben beim letzten Achter. Wo ist denn eigentlich mein Mirko da? Wo ist der Schmotz? Wo bist du, mein Bub? Wir haben beim letzten Achter in Watkins Glen haben wir viel heftigere Wetterbedingungen gehabt auf dem Trainingsserver. Nur jetzt im Rennen dann halt nicht, weißt du, wie ich meine? Und unsere Rundenzeiten waren aufgrund der Wettersituation nochmal eine ganze Ecke langsamer gewesen. Also das war viel heftiger. Also in Anführungszeichen, was ich damit sagen will, das geht noch deutlich schlimmer. Du musst halt trainieren wie blöd. Ey, Smotzi! Dankeschön! Für 200 Bits. Ach, da war das gewesen, gell? Watkins Glen, Smotz. Und vom Wetter her, wir hatten permanent Medium Rain. Mit deutlich mehr Aquaplaning auf der Strecke. Wie jetzt hier gerade von Hove. Aber ich bin bei dir, Magnus. Ja, war ja bei uns genauso, Magnus. Der einzige Unterschied war ja der, dass wir das unglaubliche Scheißglück hatten, zum Nachteil von unsererseits, weil wir das Hybrid-Setup draufgelassen haben, dass wir im Rennen trocken hatten. Geht's dir gut, Mirko? Alex, grüß dich, willkommen zurück. 6 von 7 Rennen hier bei Hohe waren bisher nur purer Frust. Echt? So schlimm? Ja, genau. Ich hab's gerade von dem Verhältnis gehabt, Smotz. Aber der Magnus schrieb, dass es hier bei der Hohe sich womöglich keine Freunde gemacht haben mit den Settings. Bei uns war das viel schlimmer auf dem Trainingsserver. Jetzt ist die Box offiziell geöffnet. 23 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wie er es macht, Freunde, aber der 49,7. 51,1 von René Tänzer im letzten Durchgang. Auf P3? So, auf P3? Du bist doch Alexander Grote, oder nicht? Du hast doch den Jan Drexler erwischt, oder nicht? In der vorletzten Ecke. Husky, mach's gut. Alles gut, gute Besserung. Der war doch am Rollen. Also der war doch am Fahren. Der war doch unten im Apex in der Kurve, in der letzten Rechtskurve, wo es rechts in die Box reingeht. Matthias Weggel kommt rein. Und du bist im volles Brett in die... Das ist aber normal. Weil wenn die da in die Box rein wollen, genau diese Kurve, weißt du, ich meine? Du musst unglaublich viel Pace rausnehmen. Und wenn du das als Nachfolgender nicht verstehst oder nicht siehst rechtzeitig, dann ballerst du den voll in die Hinterachse, also voll ins Heck rein. Aber was war denn in T1 gewesen, haben wir gesehen? War der schon quer gestanden? Ich hab's nicht mehr 100% im Kopf. Das ging alles so schnell. Medwitsch, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Hat der schon quer gestanden? Ja, okay, alles klar. Ich müsste es mir halt nochmal angucken. Müsste es mir nochmal angucken in Ruhe im Replay, so ungefähr. Also ich glaube nicht, dass das Absicht war, ne? Dass du da, dass der Jan Drexler dich da aktiv aus dem Rennen genommen hat, weil der hätte ja vom Prinzip her zurückfahren müssen. Also rückwärts fahren müssen. Zurück auf die Strecke. Aber wie gesagt, ich hab's nicht mehr 100% auf dem Schirm. Und noch kein Stuart.
Ja, aber du musst es auch so ein bisschen meistern können, ne, Hilaria. Also das muss man auch ganz klar dazu sagen. Madvision, wie geht's dir? André Schwarz im Zweikampf gegen Markus Blumenrath. Ewerts ist drin, Zeus ist drin, Anwand ist drin. Lindner kommt zurück auf die Strecke. Hirschi ist drin, der Michi, Klaus Jäkel. Jas Martini ist Boxenstopp bereinigt. Ja, genauso wie der Jeff Ewerts jetzt. Auf der 17 geht's weiter. Abflug von Gerd Binder. Nein. Es geht nur zum Nächsten. Ich weiß gar nicht, wie die Hove das macht. Macht die Hove nicht gleiche Wettersettings? Also potenziell? Von der letzten Position, Freunde. Der musste aus der Box hinterher starten, der Mike Bugler. Und der ist mittlerweile auf der 12 im nächsten Duell gegen Detlef Kep. Ach ja, genau, stimmt. Live-Wetter war es, René. Du hast recht, ja. Naja, da müssen wir mal gucken. Da könnt ihr jetzt ja mal schauen, wie ist denn nächste Woche das Wetter? Donnerstags, Watkins Glen. Nein, 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 Mike. Das ist der einzige Haken in Watkins Glen hier, wenn es nass ist in den Esses. Auf der Innenseite, er trifft den Curbs, Auto ist ausgehebelt worden, er wird zurückgeworfen auf die Strecke gedanklich, ihn trägt nach außen voll in den Detlef Kep, in den Porsche hinein und Kep wickelt es von der Strecke runter. Oh. Paceman ist drin. Ewerts P17. Michi Hirici übernimmt die 24. Position, er ist jetzt vorbei an Gerd Binder. Oh, wie bitter, Mann. Wie sie jetzt alle hier im Stream bangen und hoffen, dass nächste Woche Donnerstag, wenn dann die Serie B fährt, dass es nicht regnet. Denny braucht Punkte, okay. Wie gesagt, ist nicht einfach. Watkins Glen im Regen. Ist nicht einfach. Es gibt einfachere Geschichten. Mal, wo ist denn Matthias? Ah, hier, P22. Ja. Der war in der Box, 54 Sekunden reine Standzeit, er hat es aber mit seinem Pflichtprogramm kombiniert. Ja, und damit sind aber Punkte in der Gesamtwertung gemeint, oder? Chris und ich in Flensburg. Rico, ich will mal gucken, dass wir vielleicht jetzt am Wochenende schon mal die ersten 1, 2, 3 Meter zusammen machen. Beziehungsweise, dass wir auf jeden Fall mit den Jungs mal schnacken. Dass wir da schon mal eine grobe Richtung hinkriegen. In Flensburg hast du schon genug, René. Ehrlich. Mach doch sowas nicht. Was war da die Grenze gewesen, Freunde? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen einzigen Punkt. Du bist gerade in der Trucker-Szene unterwegs, okay. ATS oder ETS, Madvision? Ich glaube, bei 7 oder 8 Punkten ist erstmal Feierabend, ne? Ey, Vladi, mein Lieber, grüß dich. Vladi, was ist los? Ich vermisse dich heute auf der Strecke. Weiß nicht, irgendwo gibt es eine Grenze? Ich glaube, bei 14 ist Feierabend. Bei 14 gibt es einen Ups oder was, ne? Glaube ich.
bei 7 oder 8 Punkte oder 9 die Ecke, da kriegst du, glaube ich, das erste Mal Post, so nach dem Motto, ey, passen Sie mal Obacht, haben Sie mal so ein bisschen, ne, dieser Fettigocklauf, machen Sie mal ein bisschen langsamer. 8 Punkte, okay. Vielfahrer in dem Fall, René. Ja gut, klar, logisch, logisch. Ja gut, stellenweise passiert es den Besten, ne? Ja, logisch, du, bin ich bei dir, René, voll und ganz. 14, ist alte Rechnung, 7, 8 Punkte gibt's Fahrrad. 7, 8 Punkte, jetzt schon? Ah, alles gut, Flavi. Real Life geht vor, Family, Gesundheit etc. Vollkommen legitim. Führerschein ist ab 7 Punkte weg. Guck mal hier, wie alt ich bin. Ich kenne auch die 14-Punkte-Regelung. Da hast du, glaube ich, bei 7 oder 8 Punkten hast du dann Post bekommen, wo sie gesagt haben, ey, jetzt machen sie mal ein bisschen langsamer, ne? Und, ich glaube, bei 10 oder 11 Punkten konntest du schon abbauen dann. Hm. Okay. Sehr schön, Madvision, sehr schön. Rocke ist drin gewesen. Kommt zurück. Hinter... Danny Anwand. Knappe Kiste. Anwand mit mehr Schwung, der Danny. GP15 unterwegs. Nee, kenne ich nicht, Adrian. Also, kenne ich natürlich noch. Ja, ich von meinen Eltern, ne? Graue Pappe, rote Pappe. Ne? Alles noch. Aber ich selber habe schon die Karte bekommen damals. Ja, schon Führerschein jetzt. Puh. 2000? 2000 habe ich meinen Lappen, glaube ich, gemacht. 2000, 2001, irgendwie sowas. Aktuell sieht es nach Regen aus für nächste Woche. Ey, Dennis, mach keinen Scheiß. Echt jetzt? Schmidt ist dran, der Christoph an Alexander Rützan, P7. Schnellere Pace, etwas besser bei Christopher Schmidt. Rein in den M4. Und Christoph Herius. Schönes Ding. Sauber mitgespielt vom Alexander Rütz. Lässt ihn erstmal passieren. Besten Falle schafft es Alexander, sich dran zu hängen. Aus dem DoD Racing Hauser. René Brey auf der 4. Versucht dem Moritz Birzer zu folgen. Aktuell gelingt's, hätte ich gesagt. Tobias Martini übernimmt P12. Alusander Jens abgebogen in die Box hinein. Leider schon. Zwar nicht viel bei aktueller Vorhersage, aber wir kennen ja auch ACC. Ach so, du meinst von... ja, ja, okay. Alvin Busian ist auch drin. Ich will ganz kurz mal nachgucken. Also. Jetzt runter vom Server, das ist okay, das passt. Alles runter. Wo hat denn der Kollege Tapion abgestellt? Der Ramon. Sehe ich nicht. Aber gut, ich muss ja nur alles verstehen. Also wo ich mich persönlich in Watkins Glen unglaublich schwer getan habe, im Regen oder ich sag mal unter so rutschigen, schmierigen Bedingungen, war in T1, in Bremspunkt. Und die Schikane. Ich habe tendenziell immer zu früh angefangen zu bremsen. René Brey ist drin beim Boxenstopp. Schön die Scheibe abdecken. Echt? Ja gut, der war schon groß, ne? Ja, deswegen. Es ist ja zum Glück noch ein bisschen Zeit bis nächste Woche Donnerstag, ja. Und ich drücke euch auf jeden Fall noch die Daumen, dass es passt, ne? Dass eure Hoffnungen in Erfüllung gehen. Echter Hex leider. Fridays, bist du noch da?
Ja, auch das Thema in der Gischt fahren, hinterherfahren, möchte gelernt sein, ja. Auf der 10 geht's für den René Brey weiter. Das wäre momentan P1 in der Boxenstopp-bereinigten Situation. Nee, ich meinte den Triders, Markus. Jelaria, ich meinte den Triders, unseren Alice Triders. Ah, der ist, glaube ich, schon weitergezogen, der Kerle, der Bub. Robert Schmidt beim Boxenstopp drin, Alexander Rütz übernimmt P6. Ingo Schmidt jetzt P7, Mike Bugler P8. Danny Frey P9, Markus Blumenrad auf der 10. Wo ist Tobias Martini? Ja, links fährt Christopher Schmidt. Ach, das seht ihr nicht, das ist Power im Weg. Die beiden vorbei. Tobias Martini im Schlepptau hat er den Führenden in Max Florenz im Aston Martin. Alter, der hat 32 Sekunden Vorsprung. Das darfst du keinem verzählen. Ist im letzten Umlauf 49,5 gefahren. Ey, der fährt einfach mal ganz dezent. Wir sind zu 1,5 Sekunden schneller pro Runde. Fahren wir mal ein paar Meter mit, ich möchte mir das mal angucken. Die Trümmerteile hier irgendwie. Einfahrt. Ey, das sieht total ruhig aus. Was der hier fabriziert, der Max. Was macht der Moritz Birzer? Erst einmal 40 Sekunden, jetzt wieder zufahren. Was haben wir? 20 Minuten Boxenfenster, gell? Das heißt, die Box ist noch 3,5 Minuten geöffnet, wenn ich es richtig gerechnet habe. Das heißt, der Moritz Birzer muss eigentlich... Der bleibt noch eine Runde draußen. Oh, das wird spitz auf Knopf. Das wird spitz auf Knopf. Führungsarbeit also jetzt für Moritz Birzer. Philipp Thomas auch abgebogen in die Boxengasse hinein. Das haben wir im Augenwinkel gesehen. Dominik Meyer kommt auch rein. Alexander Rütz auf der 5. Das ist ein Schlagkern, ja. Ja, manchmal ist Hardcore, definitiv. Alexander Rütz bleibt auch noch draußen. Renitenzer auch. Dominik Meyer ist drin. Perfekt. Thomas. Lorenz ist wieder zurück auf P2. Da gab es einen Satz neue Räder. Bei Max Florenz. Räder ist optional, ne? Also das ist freiwillig. Die Fahrer müssen nur primär ein bisschen Sprit nachtanken. Im besten Falle mindestens 3 Liter. Das wird er nicht schaffen, Ingo. Das wird er nicht... Also,
Nee, das schafft er nicht. Die brauchen ungefähr 32 Sekunden plus minus, oder? Nur durch die Box zum Fahren. Plus dementsprechend das, was sie noch an Standzeit brauchen. Der aktuelle Vorsprung zu P2, zu Max Florenz, beträgt 22,6 Sekunden. Das reicht hinten und vorne nicht. Um P1 zu halten. Auf geht's, Herr Martini. Philipp Thoma ist gerade auf einer Outlap. Der hat neue Räder unterm Chassis. Der steht. Ich glaube nicht, dass dem seine Räder schon da sind bei Philipp Thoma. Lass den Tobias Martini erstmal ein paar Meter ziehen. Das ist nicht weiter schlimm. Den holst du dir gleich wieder. Also Martini P8, Thoma P9, Alexander Rütz, White Flags, Boxeneinfahrt. Ja, Birzer ist auch drin. Da ist Moritz Birzer im Bild. Also P1 hat wiederum gewechselt. Es geht zum Alten zurück zu Max Florenz. Wo ist P4? Wo ist René Tänzer? Boah, das wäre phänomenal. René Tänzer übernimmt P2. Schwupps, passiert. Wäre der Doppelsieg für Venari Racing, wenn es jetzt gleich vorbei wäre. Wir haben aber noch etwas mehr wie 35 Minuten zu gehen. Markus Blumenthal kommt rein. Dominik Meyer übernimmt P5. Für die PSR-Mannschaft. Nee, muss jetzt die Räder kühlen oder was? Es ist fast kein Regen mehr da. Fast kein Regen mehr da. Glaub's ja nicht. Temperaturtechnisch hat sich nichts geändert. Immer noch 9 Grad. The window is now closed. Okay, also 35 Minuten verbleibend. Boxengasse ist geschlossen. So, Philipp Thoma jetzt vorbei an Alexander Rütz. Der ist auch gerade aus der Box rausgekommen, wieder an P8 unterwegs. Blumendraht fährt auch jetzt wieder raus aus der Pits. Und dann haben wir das ganze Feld, glaube ich, Boxenstopp bereinigt, oder? Ja, sieht cool aus. Ach, den da noch? Alvin Busjan ist mich nicht mehr dabei, das ist doch nicht wahr. Schade. Schade. Ja, Dennis, das ist auch eine ganz wichtige Nummer. Straffrei bleiben, ne? Also keine Cuts sammeln etc., keine DTs und so. Auf geht's, Herr Kipfer. Vor ihm ist der Michi Hirtschi, der Österreicher. Überfahren der Boxeneingangslinie, Axel. Überfahren der Boxeneingangslinie. Ja, nee, ist klar. Also rein technisch gesehen, Axel, reicht es, wenn du eine Sekunde vor Schließen der Boxengasse Zeitfenster, über die Linie fährst. Wenn du drin bist in der Box, ist alles gut. Ja, klar, war in der Box. Deswegen ist er auf der 3 unterwegs, Ingo. Guck. 6,7 Sekunden Rückstand hinter P2. Nee, ganz so knapp, so wie Molde schreibt, ganz so knapp würde ich es auch nicht machen wollen. Heikel. Landi, bist du noch da? Ansonsten geht's dir gut, mein Lieber. Christopher Schmidt, P9.
Hat der Mike Bugler im letzten Durchgang einen Fehler eingebaut oder ist der gerade einen Ticken langsamer wie der Ingo Schmidt hinter ihm? Also für den Slick ist es definitiv noch zu nass. Man sagt ja so die Faustformel, wenn der Gischt, wenn die Gischt, das Gischtwürfnis entsteht, dann ist es im Grunde Zeit für einen Regenreifen. Sehr weit über von Mike Bugler. Das ist das, was ich vorhin meinte mit kontrolliertes Heranrutschen an die Leitplanke, an die Mauer. Aber ihr seht's, ne? Die verlassen die Ideallinie, um die Räder zu kühlen. Solange ihr euch nicht irgendwie gefühlt alle 5, 6, 7 Runden in der Box trefft, Dennis, ist es, glaube ich, total tiefenentspannt. Auf dem Ohr. Ja, bei so einem Wetter eine Linie vorbeizufinden, ist auch nicht das Einfachste der Welt, ne? André Schwarz in Problemen. Gelbe Flaggen für den André. Das ist die Busstop der Schikane hier. Wo der André den Koffer wieder umdrehen muss. Hat jetzt P19 dadurch gegen Detlef Kep verloren. Schade. Oh. Michi, was war das denn? Michi Hirsch, eine unglaublich weite Linie da gewählt. Remo Kipfer, klar, vorbeigefahren. Das war, glaube ich, ein aktives Vorbeiwinken, ey. 49,265, letzte Rundenzeit von Max Florin. Also, der, unglaublich. Unglaublich. René Senzer 2, Moritz Birzer 3, René Breyer auf 4, Dominik Meyer 5, Tobias Martini P6, Philipp Thomas 7, Alexander Rütz 8, Christopher Schmidt auf 9, Danny Anwand auf 10, Sebastian Brocke P11, Jeff Ewerts 12, Markus Blumentrat auf der 13, Ingo Schmidt 14, Mike Pugler 15, Jonas Zeus P16, Jens Anusa 17, Bobby Paceman 18, Detlef Keb 19, André Schwarz 20, Matthias Wedel 21, Peter Lindner 22, Remo Kipfer 23, Michi Hirschi 24, Klaus Jäkel P25. Wechsler ist zwar noch auf dem Server, der Jan, aber da wird nicht mehr gefahren und das ist der Abflug für den Dominik Meyer. Zufahrt, vorletzte Kurve. Verliert hier die Hinterachse. Einschlag mit der Nase, mit der Frontpartie. Motorhaube ist geöffnet. Und macht komische Sachen. Schauen wir kurz rein. Nicht, dass die Lenksäule einen abbekommen hat. Nee, da hat er Schwein gehabt. Aber er verliert eine weitere Position gegen Tobias Martini. Dominik Meyer also jetzt P6. Nee, will er nicht, will er nicht, will er nicht. Dann fahren sie es too wide bergauf, okay. Wird jetzt aber wahrscheinlich über die kurze Gerade Speed verlieren durch den Frontschaden, den Aeroschaden. Da muss er da hinten verweilen, hinter Tobias Martini. Danny Anwands hinter Christopher Schmidt. Und der Danny ist ganz klar schneller.
Okay, Michi Hirschi nochmal in der Box zugegen. Der Österreicher. Pass auf, das ist eine DT. Wollen wir wetten? Ja, Durchfahrtsstrafe für den Österreicher, für den Michi. Daher einmal ungewollt durch die Boxengasse hindurch. Ja, Philipp Thoma jetzt hinter Dominik Meier. Tobias Martini ist weg. Der ist 1,5 Sekunden weg von Dominik Meier. Da wird nicht mehr allzu viel gehen. Nicht bei dem Wetter. Anmann vorbei am Christopher Schmidt. Hier auf der 9 jetzt unterwegs. Im Grunde heißt es eigentlich nur nach Hause fahren. Christopher Schmidt musste auch jetzt nicht zwangsläufig gegen ihn fighten. Anwand ist ein Silberfahrer. Christopher Schmidt fährt in der Goldkategorie. Die müssen nicht zwangsläufig. Dominik Meier, Philipp Thoma, gleiches Thema in Grün. Dominik Meier bleibt auf der 6. Es würde nichts passieren. Aus Sicht des Dominik Meier bleibt ihm trotzdem P3 safe. Ne? Ob er jetzt Philipp Thoma passieren lässt und oder nicht, das ist egal. Spielt keine Rolle. Oh, Matthias. Nein! Ach, ich wollte gerade sagen. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Habe ich gedacht, er hat einen Disconnect. Matthias Wegel, White Flags draußen gewesen. Alles easy. Mike Wugler, von letzter Position gestartet, aus der Box heraus, jetzt auf der 15 unterwegs. Großartig, tolle Leistung. Musste auch erstmal zusammenbringen. Lässt er sich aber einholen hier. Vom Jannis Zeus. Was hat denn der Jannis drauf? Ich glaube nicht, dass der den Slick drauf hat, oder? Was meint ihr, Freunde? Hat er den Slick drauf? Nö. Ist der Regenreifen. Das ist definitiv der Regenreifen, aber es ist scheinbar so, dass der Mike Bugler hier ganz massiv Probleme hat. Auf der anderen Seite. Der hat einen alten Radsatz drauf, Freunde. Da, deswegen. Mike Bugler hat einen alten Wet-Tire-Satz drauf, also einen alten Regenreifensatz drauf. Der Radsatz von Jannis Zeus hingegen, der ist neu. Das erklärt es natürlich. Der ist ungefähr 2 Sekunden pro Runde schneller, der Grieche. Wieder Mike Bugler. Über zu Danny Anwand gegen Alexander Rütz. Auch da ist die Situation ähnlich, ne? Alter Radsatz montiert unterm Lambo von DOD Racing bei Alexander Rütz pilotiert. Neuer Radsatz oder neueres Format bei Danny Anwand unterm Chassis. Ja, das macht sich jetzt bemerkbar.
glaube, hier die Räder zu wechseln, das war gar nicht mal so doof. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig sogar. Side by side unterwegs bist, dann musst du da auch dementsprechend dann die Tür auflassen. Danny Anwand ist vorbei an Alexander Rütz. Die Acht jetzt für den Danny. Feld ist zweikampfbereinigt. Und wir gehen gedanklich in die letzten 20 Minuten gleich rein. Bisschen Schwund gab es am heutigen Abend. Aber wenn das Wetter halt auch reinkickt, ne, machst du nichts. Wenn es jetzt vorbei wäre, wäre das der Sieg für René Brey über 90 Minuten in der Silver-Kategorie. P4 overall, Tobias Martini mit P5 overall wäre P2 und Dominik Meyer P7 overall wäre P3 in der Silver-Class. In der Goldklasse haben wir Max Florenz, René Tänzer und Moritz Bürzer mit P1, 2 und 3, wenn dann gesegnet. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Erst nur zu Ende fahren. Gelbe Flaggen für Matthias Weggel. Oh nein. Gab es da ein Problem bei Matthias Weggel oder... Hat er absichtlich da den Peter Lindner passieren lassen, weil er auf Abwägen war? Blaue Flaggen sind draußen. Auch er fuhr von der Linie runter, um die Räder zu kühlen. Da muss, glaube ich, vorbei Philipp Thoma. P6. Okay, daher die blauen Flaggen für Matthias Weggel. Matthias. Ich glaube, der Philipp hätte noch eine Kurve gewartet, womöglich. Ganz starkes Rennen von den Jungs da vorne. Meine Herren. Auch ein Moritz Bürzer hat 8,5 Sekunden Vorsprung. Komm ja auch irgendwo her. Sebastian Brocke, P11. Detlef Kep. Der hat gerade beim Körper unterwegs gewesen. Der muss es nur umsetzen. Der muss es noch ein bisschen zusammenbauen, gedanklich. Der könnte den Bobby Paceman noch einholen. Der ist nicht so weit weg. Pace hat er. 48,9. Also den Max Florenz kriegst du heute nicht gehalten, definitiv.
die Regenreifen, die sind so dermaßen am Wegkochen. Wundervolle Linie. Genau. 49,2. Martini fährt 49,6. 49,7 Philipp Thoma. Und Anwand in Problemen. Es gab einen Kontakt hier mit Matthias Weggel, scheinbar. Oh ja. Ah. Ganz unglücklich. Ganz, ganz unglücklich. Matthias, ja gut, wo soll er hin? Wo soll er hin? Der muss ja irgendwie den Koffer drehen. Ah. Danny Anwand kam da aber viel zu zügig um die Ecke rum als solches, dass er noch hätte reagieren können. Sagen wir es mal so. Verliert jetzt hier nochmal den Koffer. Und zwei Positionen. Danny an drei Positionen sogar. Christopher Schmidt P8, Alexander Rötz 9, Sebastian Brocke 10, Danny Anwand auf der 11. Geht's weiter. Mit Diffuser sehe ich nicht, das dunkle Frontschaden. Hat der Schwein. Ein bisschen Aeroschaden könnte er haben, aber es ist nicht so, dass die Motorhaube da aufsteht. Und Keb ist dran an Bobby Paceman. Jetzt haben wir das Duell, was ich vorhin meinte. Aber ist mein Chat kaputt oder seid ihr gerade noch nicht am Schreiben? Schade für Matthias Weggel. Schade, schade, schade. Boxeneingang genutzt. Ja, so ein Dreher ist final wirklich Genickbruchsituation. Ne? Wenn die Reifen eh schon überkochen, so ungefähr, und dann drehst du dich noch, dann, Rick mal gefühlt 130 Grad wieder aus dem Schlappen raus. Vergiss, es geht nicht mehr. Ingo Schmidt im Windschatten gegen Markus Blumendraht. Da geht was. Ja, das wird so leider in ACC nicht simuliert, Ingo. Gabe ist vorbei. Gabe ist vorbei vor der Schikane an Bobby Paceman. Schönes Ding. Boah, war er da spät auf dem Anker gestanden. Der Ingo Schmidt hat aber im gleichen Atemzuge den Leader vorbeigelassen, den Max Florenz. Jetzt muss der Jens Alusan noch mal ein bisschen fliegen lassen, ansonsten ist er gleich eingeholt von Detlef Keep. Paceman hängt sich dran an Detlef Keep. Okay, Markus Blumendraht, weiße Flaggen draußen, weil er den Max Florenz den P1 hat passieren lassen. Das passt, das erklärt's. Moritz Bürzer 1-3 rangekommen an P2 an René Tänzer. Scheinbar hat Moritz Bürzer noch ein bisschen mehr Potenzial in den Rädern drin. René Tänzer, Moritz Bürzer, beide keine Räder gepäckselt. Jetzt ist Ingo Schmidt vorbei und Max Blumendraht. Mit der Ingo jetzt auf P13 unterwegs. Wieder zurück ins Auto zu Moritz Bierzer. Der hat momentan deutlich mehr Speed mit dem Gepäck, der Moritz. 52,3 René Tänzer, 50,6 Moritz Bierzer. Ich sag, Räder bei René Tänzer sind deutlich abgefahrener wie bei Moritz Bierzer unter dem Chassis.
kleinen Problemen. D in der Wiese, da stehen. Hat einen Koffer hier verloren. Mike Bugler. Zack, drei Positionen weg. Alusa 16, Paceman 17, KP 18. Bobby ist wieder vorbei an Detlef Kep. Kep, machen Sie mich nicht schwach. Mike Bugler jetzt P19. Nein, Moritz, mach doch... René steht noch. Und ich war voll drauf mit dem Stream, Mann. Super geil, Herr Bürzer. Scheiße. Das war jetzt nicht cool. Das war jetzt echt nicht. Nein, und wieder die Hinterachse verloren. Scheiße, jetzt ist der Wurm drin beim Renitenzer. Folgendes ist das Problem, wenn Jelaria gerade geschrieben hat, ne? Wenn die Räder einmal abgekocht sind, dann, ne? Du willst natürlich auch Adrenalin geladen etc. Du willst natürlich auch relativ schnell weiter, ne? Oder hat's geknallt? Schon wieder! Nein, mach nicht sowas, mach nicht so. Können wir uns bitte drauf ein. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Jetzt hab ich schon gedacht. Mein Tower ist gerade gesprungen. Ich hab schon gedacht, der hätte hier einen Quit gemacht. Hat er nicht. Der René ist noch weiterhin auf dem Server, alles gut. Dominik Meier muss durch die Boxengasse. Hallo, mein Lieber, grüß dich. Guten Morgen. DT für den Dominik Meier, so wie es ausschaut. Schau gleich, dass ich es bestätigt kriege. Ja. Penalty ist messaged. Drive-thru cleared. Von Dominik Meier, der Start Nummer 78 in Runde Nummer 44. Also, Dominik Meier, P10 jetzt inne, Anwand. Hinter Sebastian Brocke. Danny ist schneller. Also beim René habt ihr gesehen, René Tänzer musste jetzt das Cape nutzen, final. Wieso fährt denn der Matthias? Was war das denn? Was war das denn? Was? Nein, nein, scheiße, die machen Synchrondriften. Christopher Schmidt macht den Anfang, die Einleitung und Danny Anwand dreht sich mit raus im Wickel. Sebastian Brocke, der ist auch ein bisschen erschrocken in dem Moment. Wir gucken gleich. Wieso steht der denn immer noch? Oh, der steht an der ganz beschissenen Stelle, der Anwand, der Danny. Was ein Rennabend, Freunde. Mike Bugler, auch in der Box. Brocke vorbei an Alexander Rütz. Alexander Rütz, altes Reifenmaterial unterm Chassis. Sebastian Brocke, neuere Räder unterm Chassis. Klar, der kommt da spielerisch gesehen vorbei, oder? Klar, knapp 7 Minuten noch. Flo, wie geht's dir? Nee, Öl liegt da nicht. Oh, gelbe Flaggen für Detlef Kep. Detlef, auf Abwägen. Ja, gut, jetzt ist Paceman weg, der Bobby. P16 ist ihm da safe. 4 Sekunden, das schafft der Detlef nicht mehr in 6,5 Minuten. Bugler kommt wieder zurück, der Mike. Schade, 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 Mann. Also aktuell haben wir 8 Ausfälle.
Und 8 Ausfälle beim Teilnehmerfeld von 31 Fahrern ist nicht gerade wenig, da bin ich bei euch. Es soll jetzt kein Schlechtgerede sein oder negativ denken, um Gottes Wille. Fängt wieder an zu regnen. Aber das zeigt mitunter auch einfach den Anspruch an die, oder den gestellten Anspruch an die Fahrer. Zeus auf der 12 vor Jeff Evans. Tobias Martini übernimmt die 3. Er ist vorbei an René Brey. Wortspiel. Also ich drücke euch, wie gesagt, René, ich drücke euch die Daumen hier. Molde, dass es definitiv nicht mal mehr im Ansatz so wird, weil das ist schon schwierig. Wo ist mein Brotzeit? Brotzeit! Brotzeit! Hä? Sind meine ganzen VIPler weg oder was? Was ist denn hier? Warum kriege ich die nicht mehr angezeigt? Was ist das für ein Bums? Was? Kapier ich nicht. René, wo willst du hin? Gleiches Thema in Grün. Neue Reifen bei Philipp Thoma, alte Reifen bei René Brey. Vorhin noch gesagt, ne? Gelbe Flaggen, Doppelgelb. Mike Bugler und Peter Lindner. Lindner hat es da scheinbar Ärger gewickelt. Also schlimmer gewickelt. Gelbe Flaggen jetzt für Jeff Evans. Alter, Jeff, bitte. Weil ihr müsst noch knapp 4... René Brey erneut mit gelben Flaggen gesegnet. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Knapp 4 Minuten, bitte. Das sind maximal noch 2,5 bzw. 3 Runden. Durchhalten jetzt, Freunde. Nehmt einfach Pace raus, aber guckt, dass ihr die Positionen safe nach Hause fahrt. 25 Sekunden off Pace im direkten Personal-Vergleich zu René Brey, seiner eigentlichen Pace. Jetzt fährt er nochmal in die Box. Was? Doch nix, René, da ist diese Decke. Hä? Wie keine Strafe, nix. Evert's nochmal in Problemen. Jeff. Und der rechts ist draußen beim Jeff. Ey, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Wisst ihr, was passiert sein kann? Dass die jetzt den Radsatz nicht gewechselt haben, dass die unglaublich viel, Tobias Martini, gelbe Flaggen, Jeff Evans erneut. Achso, dass die unglaublich viel Temperatur in den Rädern drin hatten und dass die Reifenplatzer haben. Richtig, genau. Hilaria, dass die vielleicht einen Platten haben. Zumindest würde das die Slow-Mo-Fahrt bei Jeff Evans erklären. Christopher Schmidt auch in langsamerer Fahrt unterwegs. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Also ich glaube nicht, dass ein Christopher Schmidt zu wenig Sprit an Bord hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass der irgendwie einen Platten hat.
Ich weiß gar nicht, ob das in ACC optisch von außen betrachtet am Rad wirklich simuliert ist. Ich weiß es nicht. Was natürlich die Fahrer dann als Mitteilung bekommen, so einen schleichenden Blattflutz und sowas, ne, die kriegen das schon mit. Der Spotter sagt denen dann von wegen, du hast irgendwo Pressure Lost, Tire Front Left oder irgendwas. Weißt du, die kriegen das schon mit. Ja, der Reifen kühlt dann auch ab als solches, also beziehungsweise der verliert auch Druck, ja. Das sind ganz normale Anzeichen. Rütz geht weit in der Schikane. Achtung, Alex, da kommt eine ganz blöde Welle. Schön gemacht. Philipp Thoma ist vorbei an Moritz Birzer. What the fuck? Was? Thoma hat den neueren Radsatz runter. Birzer muss dem nachgeben. Ey, das ist doch... Es interessiert einen Max Florenz einen absoluten Scheiß, was hinter ihm passiert. Der hat 77 Sekunden Vorsprung. Alter. Bestätigt bei Alex Rütz Reifenplatzer. Ja. Da gab es jetzt auch die Kollision mit Dominik Meyer scheinbar. Nein, Tobias Martini auch vorbei an Moritz Birzer. Jens Alusa hat sich hier gewickelt scheinbar mit Christopher Schmidt. Oh nein. Oh, wie unglücklich. Glückwunsch zum Sieg an Max Florenz. Souverän, natürlich, der musste auch gewinnen bei der vorgebrachten Leistung, keine Frage. 80 Sekunden Vorsprung, Freunde. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. 80 Sekunden Vorsprung. Vor P2. Also die letzten Runden waren nervenaufreibend, um nicht zu sagen herzzerreißend. Ewerts gegen Lindner. Sauber gemacht. Brei, der René ist vorbei an Christopher Schmidt. Der ist, ja klar, langsame Fahrt noch unterwegs. Der Christopher, der kann die Position nicht halten. P6 abgewunken. Der Ingo Schmidt. Ich mache mal den Zeigler aus. Das ist P2 in der Silberkategorie. Philipp Thoma wird Zweiter werden in der Goldklasse. Overall auch P2. Tobias Martini, Gesamtposition 3. Das ist allerdings gleich dann der Sieger in der Silberkategorie. Das ist P1 für Tobias Martini. Jetzt ganz kurz nochmal im Hintergrund Discord zu starten. Wenn ich steuern kann, ist gut. Wenn ich es nicht steuern kann, ist nicht so toll. Glückwunsch an Tobias Martini zum Sieg. P3 in der Goldkategorie für Moritz Birzer. Dafür hat es noch gereicht fürs Podium. Sebastian Brocke wird Vierter in der Goldwertung. Sebastian, keine Faxen machen. Reicht. P4 in der Goldwertung. P2 haben wir den Ingo Schmidt in der Silver Class. P3, Glückwunsch an Overall Markus Blumenrath zu P3. Jannis Zeus ist Fünfter geworden in der Goldwertung. Dominik Meyer holt die 4 in der Silber. Danny Anwand die 5 in der Silber. Was ein Rennen. Alter Verwalter. 60 Sekunden gab es für den René Brey. Wieso das denn? Hat er den Pflichtstopp nicht gemacht oder was? Oder gab es da noch eine DT oder so? Das würde es erklären oder das könnte es erklären. Wenn es da noch eine Strafe gegeben hat, die er nicht abgesessen hat, dann kriegst du da im Nachgang noch, ne, und so. Also, ganz, ganz schwierige Bedingungen. Wie gesagt, wir hoffen mal, dass, okay, ich lasse es jetzt mal so. Also wir machen jetzt heute Abend machen wir jetzt keine Interviews. Discord ist immer noch ein bisschen am Rumspacken. Genau. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass dementsprechend dann, wenn die Serie B nächste Woche am Donnerstag fährt bei der Hovesim Racing, das Wetter nicht ganz so hardcore ist.
beziehungsweise es euch definitiv ein bisschen mehr in die Karten spielt, wie es so schön heißt. Finger sind auf jeden Fall crossed, definitiv. Und ja, also eine ganz brutale, dramatische Situation am heutigen Abend haben wir gehabt. Wie gesagt, 31 Fahrer sind an den Start gegangen. Nochmal Glückwunsch an die Podien in Gold- und Silber-Kategorie. Und wir hätten eigentlich heute Abend die Silberfahrer zu Gast im Interview. Ich denke, dann werden wir beim nächsten Renndurchgang in 14 Tagen werden wir dann am 25. April ist das demzufolge, werden wir dann mit den Silberfahrern im Interview sprechen, oder? Dann, dass man es da einfach nachholt in der Form, ne? Dass man da keine Ungleichmäßigkeit mit drin hat, so ungefähr, dass die da gleichmäßig behandelt werden. Insofern, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wenn es ganz dumm läuft, kann es sein, dass ich den Kommentag morgen etwas nach hinten schieben muss. Danny, vielen Dank für den Raid, Mann. Wunderschönen guten Abend. Ansonsten hoffe ich nicht, dass ich ihn absagen muss. Aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe Rufbereitschaft ab morgen reingedrückt bekommen heute zwischen Tür und Angel, weil ein Kollege erkrankt ist, der hat sich da heute wehgetan auf der Arbeit. Alles gut. Seitdem so, drücken wir uns mal die Daumen, hoffen, dass es dementsprechend morgen passt. Dann können wir ein bisschen zusammen umherfetzen. Ansonsten kommt mir gut ins Wochenende rein. Regulärer, planmäßiger Stream ist am Sonntag wieder, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei der Simsport Germany. Glaube ich zumindest. Kalender, geh auf. Ich habe noch einen Zaun zu streichen. Bitte, danke. Nee, haben wir nicht. Ganze Wochenende frei. Ach du Scheiße. Und dann Notdienst, der super begeistert. Also, wir sehen uns spontan, beziehungsweise nächste Woche Donnerstag wieder. In diesem Sinne, kommt gut zu liegen, Rinja hauen, schön, dass ihr dabei wart, vielen, vielen Dank für die ganzen Follower, die ganzen Subs, die Resubs, die Gifted-Subs und natürlich auch die Raids. Und in diesem Sinne, was ein Rutschfest, ja, Smoothment, ey, das war übel, das war richtig übel. Und die taktische Variante der Räder hat auch noch mit rein, ist auch noch mit reingespielt, ne? Alles gut, Max. Ja, war auf jeden Fall. Ja, aber ey, ganz ehrlich, du hast doch da vorne so dermaßen geil verwaltet. Guck mal, du bist mit fast 80 Sekunden Vorsprung vor P2 um die Linie gefahren, Max. Du warst heute auf einem ganz anderen Erdball unterwegs, gedanklich. Aber alles richtig gemacht. Insofern GG nochmal zum Sieg, Mann. War cool. Schön mit anzuschauen. Also macht's gut. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend noch gewünscht. Und nochmal fettes Merci, eine fette Sorry an die Hovesim Racing. Wie gesagt, wenn es Discord ein bisschen rumspacken ist oder was, dann sind mir da leider Gottes die Hände gebunden. Aber versprochen, beim nächsten Mal werden wir die Silberkategorie nachholen. Oder? Haut rein, kommt nachher gut zu liegen, nur das Beste. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss, danke.